Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Geschichtsnerdismus. Und der Titel könnte heute nicht besser passen, denn es geht um LARP und Geschichte. Also um ein sehr nerdiges Thema und ein sehr historisches Thema, nämlich um das Legion LARP. Da geht es um den Ersten Weltkrieg. Und zu Gast habe ich Carsten, a.k.a. Kelrick. Und der ist mein persönlicher Spezialist für LARP und hat mitgemacht. Hallo Carsten. Ja, hallo. Und dann freue ich mich mal, hier in dieser Runde zu sein und wünsche allen Hörern viel Spaß. Okay, vielleicht erstmal, was LARP ist. Willst du, soll ich? Kann ich ruhig machen. Also wir können ja erstmal mit dem Begriff anfangen. LARP selber besteht eben aus 3/4 Wörtern. Das ist halt Live Action Roleplaying. Dem deutschen Volksmund wird das heutzutage Live-Rollenspiel genannt und ist im Prinzip die Erweiterung vom Tischrollenspiel, wo man halt mit seinen Charakteren am Tisch sitzt. Vielleicht für die, die auch noch nie von Rollenspiel gehört haben. Es kommt halt eigentlich aus den Büchern, die man so in den 70er, 80ern hatte, wo man halt eine offene Geschichte hatte. Das heißt, man hat ein Buch gelesen und am Ende des Kapitels stand: Jetzt musst du dich entscheiden, gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Wenn du nach links gehst, tust du dann einfach auf Seite 62 weiterlesen. Wenn du nach rechts gehst, liest du auf Seite 285 weiter. Und so ist Hast du die auch noch richtig gelesen? Kennst du die noch aus eigener Anschauung? Aus eigener Anschauung leider nicht mehr, sondern ich habe halt das nur immer mitbekommen von Freunden, die schon mal diese Bücher selber gelesen haben. Ah. Oh, siehst du, jetzt fühle ich mich alt, weil ich kenne die noch aus der Stadtbücherei. Ich habe die in der Stadtbibliothek mir ausgeliehen und super gern gelesen. Aber ich war auch so ein einsames Kind, ich habe die komplette Stadtbibliothek gelesen und das war ein großes Vergnügen, diese Dinger. Aber ich habe sehr schnell angefangen zu betrügen, was, glaube ich, viel über meinen Charakter sagt. Also tja. Das ist ein Spiel mit sich selber und man fängt an trotzdem zu bescheißen. Das ist richtig übel. Genau. Ansonsten immer für Menschen, die halt auch mit den Büchern nichts anfangen, sage ich auch immer gerne, man stellt sich einfach mal einen Spielfilm vor. Und der Klassiker ist Herr der Ringe. Kennt jeder. Und jetzt stellt man sich halt vor, man nimmt die Schauspieler von Herr der Ringe, packt sie nach Neuseeland und sagt, das ist das die Hintergrundgeschichte, von wegen, du bist Frodo, du bist Aragorn, du bist das und das. So, Frodo, du musst jetzt schauen, dass du halt den Ring in den Berg bringst und was dazwischen passiert, lass dich überraschen. Es gibt keine Kameras, es gibt kein Licht, Technico oder sonst sowas. Und während sie halt dann halt durch diese Gegend laufen, passieren dann halt mit Menschen, die halt die anderen Rollen spielen, plötzlich was anderes. Und genau dann hast du Live-Rollenspiel. Das ist spannend, weil wir da, wenn du das so beschreibst, stellst du ja Besonderheiten heraus und man kommt sofort in so eine Diskussion rein, was ist das wirklich Besondere an Live-Rollenspiel. Und eine der Sachen ist, es gibt kein Publikum. Ich glaube, das ist richtig mit das Wichtigste, weil man spielt Rollen wie in Fernsehen, Film, Theater, aber ohne Publikum. Also das, wo man sonst immer bei anderen Geschichten sagt, egal ob jemand eine Geschichte schreibt, ein Buch, ein Comic, ein Film, sagt man, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Hier muss der Wurm tatsächlich dem Angler schmecken, weil die Geschichte wird ja für die Leute gemacht, die sie erstellen, mehr oder weniger, oder? Ja, und der wichtige Hinweis ist natürlich auch noch, im Gegensatz zu halt einem echten Film oder einem Theaterstück, ist es ja so, dass du beim Live-Rollenspiel zwar ein Skript hast, aber du hast halt nicht die Sache, dass du im Prinzip alle Texte und alle Handlungsweisen vorgegeben hast, sondern die Handlung ist völlig offen. Das heißt, es kann auch mal in eine ganz andere Richtung laufen, als sich derjenige, der halt die Geschichte geschrieben hat, auch verläuft. Das ist vielleicht nochmal eine Frage, die man klären müsste, wie offen eine Handlung sein kann, wenn es ein Skript gibt. Also wie viel wird vorgegeben? Jetzt auch gerade, wenn wir uns im Gespräch in Richtung Legion bewegen, davon habe ich gelesen, dass das ein High-Production-LARP ist. Ja. Und High Production heißt, glaube ich, viel Skript, oder?
Schon. Also der Unterschied ist halt beim normalen Standard-Lab, was halt vielleicht der eine oder andere kennt, hast du einen grob vorgegebenen Plot. Weil von wegen, wenn wir jetzt wieder bei Herr der Ringe sind, der Ring muss halt in den Vulkan. Wie der Held dorthin kommt, muss er selber entscheiden. Und ich als Orga oder halt als Geschichtsschreiber sage halt nur, okay, es gibt halt die und die Ereignisse und da muss der Held darauf reagieren. Das ist halt bei so einem High-Scripted oder auch High-Content-Lab wie im Legion ein bisschen anders. Das liegt aber auch daran, und da kommen wir wieder zum nächsten Begriff, dass das eher in eine Richtung sogenanntes Nordic-Lab fällt. Das sind Labs, die tiefergehende Rollen haben, die relativ eng sind, also wie so ein enges Korsett von der Geschichte her. Was halt den Vorteil ermöglicht, dass man dafür als Geschichtsschreiber oder Plotschreiber halt viel besser halt die Interaktion zwischen den Spielern steuern kann. Okay, bei einem normalen Fantasy LARP, einer spielt einen Zwerg. Einer spielt einen Elben. Jeder weiß, Elben und Zwerge mögen sich nicht, also gibt es da ein bisschen Konflikt. Aber das ist noch ziemlich geradlinig gehalten. Ja. Und wenn man jetzt eine komplexe Geschichte mit Beziehungen zwischen Charakteren schreibt und Leuten dann diese Charaktere gibt und sagt, guck mal, das ist deine Hintergrundgeschichte, versuch dich mal dementsprechend zu verhalten. Dann ist das noch mal eine, ja, eine ganz andere Tiefe eventuell, oder? Richtig, das ist auch so. Also, wenn wir jetzt das Legion direkt nehmen, hast du einfach die Charaktergeschichte und in dieser Charaktergeschichte sind viele Dinge schon vorgegeben. Das heißt, erstmal überhaupt, was für ein Charakter hat dein Charakter, also was für eine Persönlichkeit hat dein Charakter. Dann, was ist die Motivation deines Charakters? Also, wo möchte er vielleicht später hin oder im Laufe des Abenteuers? Die nächste Sache auch, wo kommt er eigentlich her? Also, warum ist dieser Charakter so, wie er ist? Und dann sind natürlich auch einige Beziehungen schon verknüpft. Das heißt, wer sind deine Freunde, wer sind deine Feinde, mit wem hattest du schon mal zu tun gehabt und mit wem hast du vielleicht besondere Erlebnisse in der Vergangenheit geteilt? Findest du, der du ja viele, viele LARPs schon gespielt hast, findest du es besser, so eine absolute Freiheit zu haben oder wenn du viel vorgegeben hast? Ich weiß, es ist eine sehr offene Frage, aber. Ich würde sagen, das hängt. Also ich persönlich würde ich sagen, würde gerne beides haben. Weil das sind völlig verschiedene Spielaspekte, die man halt machen kann. Das völlig Offene hat den charmanten Vorteil, gerade wenn man halt Freunde hat, mit denen man das zusammen macht, dass man im Prinzip die eigene Geschichte selber erleben kann und sich seinen eigenen Helden über die Veranstaltungen, über die Events aufbauen kann. Das ist so, und dass du das halt bei anderen Events, die eher in die festen Rollen hineingehen, wozu auch das Legion gehört, nicht machen kannst, weil das ist da so auch gewollt, dass die Figuren nur für diese eine Veranstaltung existieren. Und danach ist die Geschichte erzählt, und wenn man jetzt sich zum Beispiel für die nächste Veranstaltung anmelden möchte, wählt man meistens eine andere Figur. Weil man spielt halt das gleiche Abenteuer wieder. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz spannend am Legion. Dort wird immer wieder die gleiche Geschichte erzählt, ja? Richtig. Aha. Ja, deshalb, da kommen wir tatsächlich zu einer Vorgabe unseres heutigen Gesprächs. Wir wollen nicht spoilern. Genau. Das ist. Und werden es auch nicht. Weil, wenn ihr die Geschichte tatsächlich mal spielen wollt, dann wollt ihr ja überrascht sein. Und ich glaube, die Veranstalter wären auch nicht amüsiert, wenn wir die so rausposaunen. Damit würden Richtig. wir denen ja Schlimmes antun, oder? Aber wir können uns über das Sujet unterhalten. Das wunderschöne Wort aus dieser Zeit zu verwenden auch. Also, was da vor allem vorgegeben wird, ist ein Setting. Genau. Und das Setting ist ein sehr historisches. Es ist nicht nur
eine Zeit, irgendwie grob Mittelalter oder Spätmittelalter, sondern soweit wie ich das jetzt recherchiert habe, sind es die Abenteuer der tschechischen Legion in Russland nach 1917, ja? Korrekt. Mhm. Jetzt mal. Und das ist vielleicht, vielleicht ich als Historiker, das ist eine super spannende Geschichte. Das machen einige Staaten durch, die es vor dem Ersten Weltkrieg nicht gegeben hat. Die versuchen an ihre Unabhängigkeit zu kommen, indem sie bewaffnete Gruppen aufstellen, die auf der einen oder anderen Seite im Ersten Weltkrieg kämpfen. Die Polen zum Beispiel haben auch Legionen, die kämpfen auf deutscher und österreichischer Seite. Die Tschechen haben Legionen, die kämpfen allerdings auf der anderen Seite, also auf Seiten der Alliierten. Und vor allem die, um die es in dieser Geschichte geht. Und ich glaube, das ist auch der größte Verband in Russland. Es gibt auch welche in Frankreich, in Italien. Aber dieser große, große und bedeutende Verband, der kämpft in Russland. Mit dem Ziel, am Ende ein unabhängiges Tschechien oder eine unabhängige Tschechoslowakei vielmehr zu haben, weil es sind Tschechen und Slowaken tatsächlich, die da kämpfen. Und es ist eine sehr faszinierende Geschichte, die, glaube ich, dem zugrunde liegt, weil das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber diese Einheit wurde aufgestellt, damit hat man schon 1914 angefangen. Da war Russland ja noch zaristisch. Und da Genau. sind die Tschechen zum Zaren hin und haben gesagt, du hast hier jetzt den Ersten Weltkrieg, möchtest du nicht tschechische Freiwilligenregimenter aufstellen? Wir hätten Lust und da werden auch viele überlaufen und sich uns viele anschließen und am Ende haben wir eine Chance auf ein eigenes Land. Hat der Zar gesagt, cool, machen wir. Aber das war erst ziemlich klein und man wollte das auch nicht zu groß werden lassen. Da gab es natürlich internationale Beziehungen. Irgendwann wollte man Frieden schließen, da kommen wir später noch zu. Aber 1917, Oktoberrevolution, Zar tot, Bolschewiken an der Macht. Natürlich nicht überall an der Macht. Es gibt erstmal diesen russischen Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen. Also den kommunistischen Kräften und den zaristischen Kräften und mittendrin diese tschechische Legion, die ein eigenes Land haben möchte. Die wird allerdings jetzt von der Bolschewiki-Seite, die sich relativ schnell beginnt durchzusetzen nach 1917, nicht mehr so gern gesehen, weil unter Lenin möchte man so schnell wie möglich Frieden mit dem Westen schließen. Man hat eh noch Krieg mit den Polen, die jetzt quasi auch neu entstanden sind, und hat diese tschechische Legion, die man jetzt gar nicht mehr möchte und die ist viel zu groß geworden und die soll gefälligst weg. Und diese tschechische Legion hat jetzt ein Riesenproblem. Die möchte nach Tschechien zurück. Die Geschichte, und diese besondere Geschichte fängt in Kiew an. Da stehen im Westen die Deutschen und die Österreicher, beziehungsweise Österreich-Ungarn. Und die sind der Feind, weil Tschechien war ja Teil Österreich-Ungarns erstmal. Und da muss man sich schon aus Kiew rauskämpfen. Und dann wohin? Zu den Schwarzmeerhäfen in der Ukraine kann man nicht hin, weil die Ukraine ist jetzt auch neu unabhängig und mit Deutschland verbündet. Weil Deutschland ist der Garant dieser Unabhängigkeit erstmal denn es ist auch eine Unabhängigkeit gegen Russland. Ganz interessant historisch in Bezug auf heutige Geschichte, beziehungsweise Zeitgeschehen. Also nach Süden kann man nicht, nach Westen kann man nicht, weil da die Deutschen und die Österreich-Ungarn stehen. Die einzige Richtung, in die man kann, ist nach Osten. Und die fassen einen wahnwitzigen Plan. Die schlagen sich jetzt, ich glaube, 11.000 Kilometer durch Ja. von Kiew nach fucking Vladivostok.
11.000 Kilometer in die falsche Richtung. Das ist so, wenn ihr Freitagnachmittag in die Stadt reinfahrt. Das ist die Richtung, in die keiner fährt. Das ist, die ganzen Leute wollten umgekehrt unterwegs sein. Das sind die ganzen Dialoge von Sibirien-Heimkehrern und. Soweit die Füße tragen, alle wollen nach Westen. Nur die tschechische Legion, die möchte nach Osten, weil das der einzige Weg ist, der ihnen bleibt. Und soweit ich das verstanden habe, ist das historische Setting, ja? Ja, und muss man vielleicht auch sagen, dass die Tschechische Legion halt, um das zu erreichen, auch einen eigenen Zug akquiriert hatte und dann halt das noch relativ unvollständige Eisenbahnnetz des russischen Imperiums nutzt, was halt dafür auch sorgt, dass da halt einige Konflikte natürlich auf den Weg entstehen. Zum einen, weil ja, wie gesagt, die Bolschewiken versuchen, das auch noch irgendwie zu lösen. Und die Tschechen natürlich mit so einem bewaffneten Zug auch eine ziemliche Machtposition haben. Gerade in so einem weiten Land wie Sibirien oder weiten Ja, Bereich. ja. Politisch und historisch super komplex, Ja. weil die Bolschewiken wollen die ganze Zeit entwaffnen, zumindest und auflösen, damit Ja. sie ihren Frieden mit dem Westen schließen können. Während der Westen, also England und Frankreich vor allem, es gar nicht so eilig haben, diese tschechische Legion irgendwie in den Westen zu bekommen. Das hätten sie ja auch machen können. Das wäre dem Westen ein einfaches gewesen. Irgendeine Form von Separatfrieden oder einen Vertrag oder auszuhandeln, damit die da irgendwie raus können. Da gibt es historische Beispiele für. Aber haben die gar keinen Bock drauf, weil diese tschechische Legion ist in Russland ein viel größerer Machtfaktor und die sind dazu auch gar nicht mal so wenig schlagkräftig. Da reden wir, glaube ich, von 60.000 Mann unter Waffen, wenn ich mich nicht irre. Plus ein Tross von, ich glaube, 11.000 Zivilisten Ja, ungefähr. und ist eine Riesentruppe. Und viele davon sind schon lange in der Armee, haben Ahnung von dem, was die da machen. Und in diesen Wirren des russischen Bürgerkriegs sind 60.000 Mann, die wissen, was die machen. Ein unglaublicher Machtfaktor. Und diesen Machtfaktor versucht der Westen tatsächlich in Russland zu belassen, weil das ist clever, den da zu haben. Damit kann man Einfluss auf die Ereignisse ausüben. Und diese Leute, die da eigentlich nur nach Hause wollen, sind Spielball aller beteiligten Mächte. Und damit haben wir jetzt auch schon das Setting genau von diesem Lab-Event besprochen. Geiles Setting, Mann. Ja. Das ist echt cool. Aber hattest du davon, das ist ja eine sehr besondere Story. Wer kennt sich mit tschechischer Unabhängigkeitsgeschichte aus? Hattest du da eine leise Ahnung von, bevor du dich darauf eingelassen hast? Also ich hatte selber persönlich eine leise Ahnung, weil ich halt einen Freund habe, der das schon mehrfach gemacht hat. Das heißt, den habe ich halt auch natürlich ausgefragt. Der hat mir aber auch nichts von der Geschichte erzählt, aber halt so die groben Sachen, um was geht es, was ist der Hintergrund und so, das schon. Muss dazu aber auch sagen, dass man da eigentlich von der Orga auch sehr gut vorbereitet wird, weil zum einen gibt es mehrere Dokumente, die halt das, was wir jetzt gerade halt in ein paar Minuten besprochen haben, noch mal ein bisschen ausführlicher in Textform beschreiben. Plus es gibt ja auch gute Videos, zum Beispiel auch The Great War, die Serie, wo es zwei Videos zur tschechoslowakischen Legion gibt. Und das war dann die Vorbereitung für das Event. Aber was für eine Art, Leuten seine Geschichte nahezubringen. Weil was ich ja total verstehen würde, wenn die Tschechen das unter sich auf Tschechisch machen würden. Aber die machen das ja dezidiert für ein ausländisches Publikum, oder? Nicht ganz. Event ist so aufgebaut, dass du sowohl tschechische Runs hast, also ein Run ist halt ein Event, wo halt die Geschichte abläuft. Und du hast auch dedizierte Runs halt für eben internationale Gäste. Das heißt, die machen das beides. Und soweit ich das auch richtig gehört habe, ist es auch so, dass das auch sogar von der tschechischen Regierung unterstützt wird, dieses Event. Gerade als es gegründet wurde, war das ja halt genau diese Gründungsgeschichte.
gut wiedergibt, gab es da halt auch Unterstützungsgelder. Also heute habe ich mir mal angeguckt, wer deren Sponsoren sind. Und unter den Organisationen ist das vor allem diese Organisation der tschechischen Legionäre, Verzeihung, der tschechisch-slowakischen Göttchen, muss ich mir mal angewöhnen. Man hat sich angewöhnt, sich von der Tschechoslowakei zu verabschieden, als jemand meiner Generation. Und jetzt muss man da wieder zurückfinden. Ja, genau. Und das ist eine Veteranenorganisation, tatsächlich eine sehr, sehr alte, sehr interessante Veteranenorganisation, die unterstützt das auf jeden Fall. Noch ein paar Einzelpersonen, aber tatsächlich sehr genial, weil man möchte ja seine Geschichte erzählen. Viele Staaten geben da ja durchaus sehr viel Geld für aus, für Museen, für Orte nationalen Gedenkens etc. aus. Und hier hat man ja eine einmalige Möglichkeit, Leute zwar in kleiner Zahl, individuell, aber dafür unglaublich gründlich an dieser eigenen Geschichte teilhaben zu lassen. Und ha, das würde mich interessieren, aber wie verpacke ich das in der Frage an dich? Hattest du einen Eindruck davon bekommen, wie sehr die Leute da versuchen, eigene Geschichte zu vermitteln? Also ich würde sagen, es geht zwar schon um eigene Geschichte, und aber ich habe das Gefühl eher gehabt, die eigene Geschichte ist ein Rahmen, um halt eben da halt dieses Setting aufleben zu lassen. Und für mich war eher was so das Ziel und die Motivation der Orga war, und damit wir die Orga auch mal nennen, die heißen Rolling. Und Website ist, glaube ich, rolling.cz. Und deren Ziel ist es ganz stark, eben über dieses Lab einfach auch zu zeigen, was es bedeutet halt, wenn man in einer Kriegssituation ist und wie traurig und gefährlich diese Situation ist. Und das Krieg ja, also ein bisschen wirklich wie im Westen nichts Neues, ne? Das ganze Thema Krieg, was wir jetzt auch gerade wieder mit der Ukraine und Russland haben, ein Thema ist, was man eigentlich in seinem normalen Leben bloß nicht haben möchte. Und dieses Setting der Gründungsgeschichte ist da natürlich für sie sehr wichtig, weil das ja eben wirklich da eben ihre Verbundenheit hin ist. Und dadurch wird halt auch klargestellt, dass diese ganze Gründungsgeschichte der Tschechoslowakei halt auch eine sehr blutige, traurige und düstere Geschichte einfach ist. In dem Sinne, was halt gerade die Legionen halt ertragen mussten, bis sie überhaupt erstmal in ihre Heimat angekommen sind, weil warum das halt auch so wichtig ist für dieses Land, ist auch, dass sehr viele, die in den Legionen gedient haben, später halt Mitarbeiter oder Minister und auch Präsidenten dieses Landes waren. Ja, das war natürlich auch ein Karrieresprung, Sprungbrett und natürlich auch eine Heldengeschichte, ne? Und da kommen wir ja sehr früh in diesem Podcast schon zu so einer Geschichte. Man muss sowas auch kritisch hinterfragen, Richtig. glaube ich, weil man kriegt da ja in Geschichtsform einen nationalen Gründungsmythos nahegebracht. Nichts weniger ist das, ne? Richtig. Und das ist schon harter Tobak, ne? Und jetzt ohne die Tschechei, da kommt die heutige Tschechei tatsächlich mal, nicht die Tschechoslowakei, über irgendeinen Kamm scheren zu wollen. Wie Polen, wie Ungarn hat auch die Tschechei einen gehörigen Anteil sehr harter Nationalisten. Und ja, es ist, glaube ich, kein Wunder, dass ich da kurz nachfragen möchte. Wie geht man da mit der eigenen Geschichte um? Glorifiziert man, vermeidet man das? Dann ist man tatsächlich noch von so einer Veteranentruppe gesponsert wieder. Wie war da dein Eindruck? Ja, das kann ich sagen. Und das ist halt wirklich das Schöne halt an diesem Event, dass sie genau sehr kritisch damit auch umgehen.
Das heißt natürlich, dieser Hauptplot hat, wir wollen einfach nur nach Hause. Da kann man jetzt nicht viel Kritik anbringen, weil es ist ja auch halt eine wahre Geschichte. Aber was die Charaktere in dieser Reise erleben, das ist halt das, wo sie sehr gut angesetzt haben, ohne jetzt zu viel von dem Plot zu verraten. Aber es gibt mehrfach für sehr viele Charaktere halt Momente, wo man sich dann als Charakter sowie als Spieler die Frage stellen musste, ist das jetzt was Gutes, was ich getan habe? War das jetzt wirklich, also mussten wir das jetzt unbedingt machen? Und sind wir wirklich die Guten? Und auch wirklich auch diese Frage, und das klingt jetzt wie ein wirklich normales Spiel, aber so kann man überhaupt in sowas wie Krieg gewinnen? Geht das überhaupt? Und welchen Preis bezahle ich dafür, dass ich da durchgekommen bin? Also nicht nur eben halt Preis im Sinne von Geld, wertliche Dinge, Werte, also halt Handelssachen oder so, sondern wirklich auch, wie viel von meiner Seele bleibt eigentlich noch übrig, wenn ich am Ende aus diesem Konflikt rausgekommen bin? Und das finde ich sehr gut, weil sie spielen auch bewusst mit vielen Themen. Also ein Thema zum Beispiel ist auch der Rassismus unter den Volksgruppen. Also auch wirklich das Thema Tschechen versus Slowaken. Dann auch die Frage, wie sind Russen angesehen? Und dann auch die Frage, weil wie ist der Adel angesehen? Wie sind die angesehen, die halt noch tiefer sind? Und was ist zum Beispiel auch, gibt es Charaktere, das sind halt die Legionen durch die Gegend führen. Das sind sibirische Trapper, die halt nichts anderes kennen als das Dorfleben und die Jagd. Und das dann das nächste Thema auch, wie gehe ich mit Kriegsgefangenen um? Wie behandle ich die? Und sowas. Oder auch das Thema Frauen generell. Also wie behandle ich jetzt Mann Frauen? Wie sind Frauen im Militär angesehen? Das ist, wie gesagt, sehr komplex. So wie das Thema halt sehr komplex ist, ist halt auch die Geschichte sehr komplex und geht da auf vieles auch sehr kritisch ein. Das ist ja eine unglaublich besondere Situation und eine unglaublich besondere Welt, in der sich diese tschechische Legion bewegt. Denn dadurch, dass um sie herum die russische Revolution Standesschranken auflöst bzw. ins Wanken bringt, natürlich nicht durchgehend auf ganzer Front, aber schon ja gewalttätig hinterfragt, sagen wir mal. Gleichzeitig aber auch Schranken zwischen Mann und Frau extrem auflöst, verwässert, umkehrt. Und diese tschechische Legion ist nicht unbedingt Teil davon, aber sie kann verhandeln, was davon nehmen wir uns an und was nicht. Das ist ja super komplex. Ich meine, stell dir vor, das war jetzt ein bisschen abstrakt, was ich gesagt habe, aber stell dir vor, da kommt ein Legionär aus dem Austro-Ungarischen Heer, wie es viel, viel passiert. Zum Beispiel so ein Oberst Redl, ein ruthenischer Slowake, Offizier im österreichischen Heer, Monarchist von mir aus, ja. Der kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau als normaler Grunt mit dem Gewehr in der Hand in der Armee dient. Das kommt in seiner Welt nicht vor. In seiner Welt tragen die weiße Kleider und mit denen tanzt man Walzer. Das ist küss die Hand, gne Frau. Aber nicht, na Olga, hast du heute den 40. Abschuss geschafft oder nicht? Ja, das ist plötzlich eine ganz, ganz andere Welt. Und auch die Schranken zwischen Adel, alte Familie, irgendwelchen Wittgensteins und auf der anderen Seite Bauern aus der Provinz, das kann auch plötzlich verwässern und das ist alles der Einfluss dieser russischen Revolution, die sie umgibt und die müssen jetzt gucken, wie gehen wir eigentlich miteinander um, ne? Genau, und das ist halt das Spannende an der Legion, weil das ist halt wirklich historisch überliefert, dass die halt zum Beispiel, was auch Hierarchie angeht, da etwas anders waren als jetzt, wo du sagst, das Beispiel halt des österreich-ungarischen Heeres.
dass die halt schon eher demokratisch waren, was Entscheidungen anging. Das heißt, da gab es nicht den Oberanführer, der jetzt gesagt hat, so ist es und jetzt wird quasi jeder den Befehl ausführen, bis er gestorben ist, sondern da gab es halt schon Soldatenräte und eine Sache, die halt ganz essentiell ist, ist halt, dass die Legionäre sich gegenseitig immer mit Bruder oder mit Schwester angeredet haben. Und das ist ganz stark halt auch gewesen dafür, dass die Moral überhaupt in diesen Legionen so hoch war, dass die überhaupt so funktionieren konnten, wie sie funktionieren konnten. Und dahingehend waren sie halt da schon ein bisschen auch der Vorläufer der modernen Armee, wo halt eher im Konglomerat entschieden wurde, als halt dieses typische Obrigkeitshörige von oben nach unten. Naja, das hast du in der modernen Armee immer noch ganz gut. Also oben ist immer noch oben. Ja, Ne? aber. Aber ja, aber ich weiß, was du meinst. Nicht so diesen Kadavergehorsam, Genau. diesen unmenschlichen. Aber bei 60.000 Mann ist das eine Herausforderung, weil das ist ja auch nicht eine Kleingruppe, wo du über alles abstimmen kannst, ne? Sondern auch da muss es ja eine Befehlskette geben. Aber ich glaube, die nahmen darin doch Bezug auf Jan Hus und Schischka und Hussiten im Allgemeinen. Wirklich. Das taten sie ganz bestimmt, weil die ganzen Regimenter und so sind viel nach so tschechischer mittelalterlicher Geschichte benannt. Also die hatten dann ein Žižka-Regiment und ein Jan Hus-Regiment. Aber die Hussiten gehen ja aus Brüdergemeinden hervor. Lustigerweise auch mein Name Navrot ist einfach ein westslawischer Wortstamm für bekehrt. Und das liegt darin, dass meine Familie irgendwann mal im Mittelalter von so einer Brudergemeinde abstammt. Und naja, Brüder und Schwestern nannten die sich damals schon. Also ich glaube, das ist tatsächlich so eine historische Anspielung, weil dieser ganze tschechische Nationalgedanke natürlich sehr auch auf mittelalterliche Geschichte fußt. Ja, es ist ganz spannend, über was für Themen wir hier stolpern, während wir über ein LARP in einem historischen Setting reden wollen, ne? Also es hat auch einen Einfluss gehabt auf die Spieler halt nach dem Event, dass da halt sich dann viel auch mit ausgetauscht wurde und einer zum Beispiel auch die Geschichte seiner eigenen Familie mal wiedergegeben hat, die halt auch eine sehr tragische ist. Noch zum Thema davor, also zum Thema kritisches Hinterfragen. Ich muss sagen, so wie ich gelesen habe, habe ich in den Texten, die Orga, die Veranstalter verfassen, die Texte strotzen vor einer großen Liebe für die persönliche Geschichte. Und darin sind die fast schon antiautoritär. Also ich sehe da an keiner Stelle so eine nationale Geschichtserzählung, sondern die gehen extrem ins Kleine, nämlich in den einzelnen Charakter. Richtig. Und das kannst du eigentlich nicht tun und dabei so eine geschichtsklitterische Nationalerzählung stricken, ne? Das Spannende ist auch, die Charaktere, ganz viele Geschichten, die die Charaktere erleben oder in den Geschichten drin haben, stammen auch aus Tagebüchern von Legionären oder Zivilisten, die halt die begleitet haben. Das heißt, sie haben auch da versucht, halt möglichst viel halt aus dem echten Historischen halt zu nehmen, möglichst wenig zu erfinden. Aber und das macht es halt, finde ich, desto großartiger, dass es halt trotzdem kritisch halt auch ist. Inwiefern kritisch? Na, kritisch im Sinne halt, dass du halt eben nicht dieses ne, Nationalstaat und wir sind die großartige Einheit, sondern halt wirklich auch viele Kontroversen im Event halt in der Veranstaltung halt erlebt werden, weil halt natürlich auch die Zeit sehr kontrovers war, auch im Kleinen. Ich meine, Krieg ist immer kontrovers und die Geschichten sind ja wirklich geprägt von extremen Situationen. Und das hätte man natürlich, wenn man jetzt sehr nationalmäßig wäre, halt das alles auch sehr heroisch darstellen können, von wegen zum Beispiel, wir sind immer die Guten oder
Wenn etwas passiert, dann passiert es immer nur der anderen Seite und nicht der eigenen Seite. Und das ist Ja. halt in dieser Veranstaltung komplett gar nicht. Also da wird genau damit ja gespielt, dass du dir halt wirklich mehrfach die Frage stellen musst, halt erstens, warum passiert mir das? Und dir die Option auch gegeben wird, du kannst jetzt halt gut handeln oder schlecht handeln, aber es liegt an dir. Und es Also diese ist moralische Ambiguität, ja, wird und vor allen Dingen herausgestellt. aber auch so, dass selbst wenn du gut handelst, es sehr oft passiert, dass genau das Gegenteil eintritt von dem, was du gehofft hast. Das Spiel habe ich gespielt, Switcher 3. Ja. Vielleicht haben sie sich da auch etwas inspirieren lassen, wobei, ich muss ja sagen, die sind ja jetzt mittlerweile in der 28. Veranstaltung. Alter. Ja. Also 28, aber das sind nicht 28 Jahre, oder? Nein, sondern es war halt in der ersten Zeit sehr oft so, dass sie halt zwei tschechische Runs und zwei internationale gemacht haben. Aber es sind trotzdem, wenn man sich das überlegt, und bei vier, das sind schon fast 10 Jahre, die das halt machen. Vielleicht sogar noch länger, wenn sie halt weniger Veranstaltungen vorher gemacht haben. Ja, wenn es mal nur 2 Jahre waren im Jahr, ja. Ja. Nein, nein, ich wollte nicht sagen, dass sie da irgendwo abgeschrieben hätten. Ja. Und ja, ich glaube, zum kritisch Nachfragen, da gehört der A, okay, werden da irgendwie so hart nationale Erzählungen verkauft? Und nee, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch nicht. Und wenn es aus Versehen ist, weil denen dafür einfach das Storytelling zu sehr am Herzen liegt. Und auf der anderen Seite, die nächste kritische Frage wäre, wenn ich mich jetzt in so einen kritisch hinterfragenden Charakter reindenke, und das ist die Frage, die wir uns eigentlich sparen können, fast schon so wie du das erzählst, die wäre, sag mal, findest du es nicht pietätslos, eine so dermaßen nicht lang zurückliegende, so real schreckliche Geschichte von Krieg etc. Während 300 Kilometer weiter wirklich ernsthaft der Krieg stattfindet, also wirklich eine halbe Tagesfahrt mit dem Auto, findest du das nicht ganz schlimm, sowas zum Freizeitvergnügen zu unternehmen? Und es ist eine spannende Frage, aber halt kein Vorwurf, weil, naja, ich Alles glaube, gut. hören alle schon, Himmel, Herrgott, man setzt sich wirklich mit den Schrecken des Krieges auseinander, wenn auch auf eine besondere Art und Weise. Und das Ding heißt erstmal Spiel, aber dann nicht. Aber ja, ich lasse dich zu Wort kommen. Das, ich bin selten in dieser Interviewer-Situation. Okay, Und erzähl. deswegen kann ich dir halt sagen, die Frage, die du nämlich jetzt im Prinzip für den Zuschauer gestellt hast, habe ich mir nämlich auch gestellt, als der Krieg nämlich aufkam, weil ich muss dazu sagen, ich wollte auf dieses Event seit über 5 Jahren. Und es gab halt immer wieder Momente, wo es halt einfach familiär oder halt finanziell oder halt aus anderen Gründen nicht geklappt hat. Und dann hatten wir ja diese lange Corona-Pause, wo ich mich schon angemeldet hatte, und die Veranstaltung fiel immer wieder aus, weil halt die Zahlen einfach zu hoch waren und die Veranstalter auch sehr darauf bedacht sind, dass halt alle natürlich auch sicher wieder nach Hause kommen. Und dann ist dieser Krieg ausgebrochen und ich hatte mir dann überlegt, willst du das wirklich? Willst du wirklich jetzt, wo so ein Krieg in Europa ist, der halt auch bei mir halt sehr viele Ängste ausgelöst hat, das wirklich machen? Und ich habe lange überlegt und habe mir dann gesagt, naja, der Vorteil von dieser Veranstaltung ist, ich kann da zumindest, und das klingt jetzt total komisch, es erleben, was es bedeutet, in einem Krieg zu sein, ohne wirklich in einen Krieg zu müssen. Und kann dann halt vielleicht diese Erfahrung nutzen, um entweder etwas weiterhin dagegen zu tun oder zumindest halt zu nachzuvollziehen, zum Stück, halt was Menschen, die mal in so einer Situation waren, durchgemacht haben. Also mehr Sympathie aufbringen. Und so bin ich da rangegangen. Und ich kann jetzt schon sagen, weil nämlich mit dieser Geschichte von einem der Spieler,
der sie dann runtergeschrieben hat, habe ich gemerkt, dass diese Geschichte mich ganz anders getroffen hat, weil ich diese Veranstaltung durchgemacht habe. Weil wenn jetzt, sag ich mal, jeder vielleicht die Geschichte von irgendjemandem liest, ja, Großeltern mussten fliehen wegen den Bolschewiken, Großeltern mussten durch Osteuropa rennen, haben dabei noch sehr viel erlebt, auch von anderen Volksgruppen. Dann brach der Zweite Weltkrieg aus, wir mussten schon wieder fliehen und so weiter. Das liest man so und denkt so, oh krass, das ist ja schrecklich. Und sage ich mal, macht einen Deckel zu und, des Buches und widmet sich dem nächsten Thema. Ja, ist so ein bisschen standardeuropäische Geschichte geworden, ne? Man Genau. liest diese 0815 Lebensläufe und verbindet gar nicht mehr den echten Horror damit, ja. Richtig. Und für mich ist es halt so, dass halt dieses Event, oder diese Veranstaltung dafür gesorgt hat, dass ich halt wirklich eine Verbindung dazu habe. Es klingt total komisch, weil es ist ja eine virtuelle Veranstaltung, aber weil man halt auch im virtuellen Raum halt das erlebt und weil es ja sich echt anfühlt, weil ja alle spielen, es ist so, dass ich wirklich eben das zum Teil halt zumindest emotional halt anders verarbeite. Und da viel mehr Sympathie für das halt habe, was halt wirklich in der Vergangenheit passiert ist. Das kann Ich ich, verstehe das vollkommen, also. ja, um das so auszuführen, ich kann das halt nur zu vergleichen. Andere Geschichte ist halt der Iran gerade mit seiner Revolution, die gerade stattfindet, wo ich halt dadurch, dass ich halt eine Beziehungspartnerin hatte, die halt aus diesem Land kommt, halt sehr stark halt emotional halt darauf reagiere, weil halt mir das Schicksal ihrer Familie, ihrer Freunde, die dort leben, halt einfach super wichtig ist. Ja, es ist, mir tut es auch manchmal leid tatsächlich, dass ich mit Dingen, die sehr weit entfernt sind und zu denen ich keine Beziehung habe, vielleicht schwerer Empathie aufbauen kann als zu zum Beispiel dem Krieg, der jetzt gerade in der Ukraine stattfindet, weil ich da einfach Leute kenne Ja. und ganz genau weiß, mein Kumpel liegt da jetzt gerade in dem Schützengraben. Das halt hart. Und da musst du dir keine Mühe geben. Ne? Und wenn du wirklich jemand kennst und Leute kennst, die gerade im Iran sind, hast du eine ganz andere Beziehung oder in der Ukraine oder. Und dieses Ding, ich habe ja extra gesagt, ich denke mich jetzt in so einen super kritischen Charakter hinein, um diese Frage zu stellen. Ja, musste ich, weil ich denke, dieser superkritische Charakter macht einen Riesenfehler. Weil es, Gott, ich kann mir diese Leute auch schon vorstellen, ne? Dass da jemand sagt, nee, du benutzt da jetzt gar nicht mal so rezentes Leid zur Unterhaltung. Und da denke ich, ja, aber was ist denn Unterhaltung? Richtig. Eigentlich gibst du dir immens Mühe, etwas nachzuvollziehen. Das ist ja genauso wie wenn man im Westen nichts Neues liest. Das liest man ja auch nicht für einen Kick, sondern das liest man dafür, dass man was nachvollziehen kann, dass man, dass man vielleicht in die Nähe tritt von diesen Gedanken, der Menschen, von so einem authentischen Dokument, von so einer Quelle. Und wenn du sagst, da wird sehr viel mit Briefen gearbeitet, da wird wirklich versucht, sich in diese Charaktere hineinzudenken und in das, was die geschrieben und eventuell auch gedacht haben, dann ist das ja ein gewaltiger Versuch in Empathie in Richtung einerseits Kriegsteilnahme. Das finde ich deshalb überhaupt nicht irgendwie albern, wenn du sagst, ich kann mir deshalb mehr vorstellen, wie das ist. Krieg zu erleben, ohne dass ich es tatsächlich machen muss. Und einerseits ist das auch eine immense Empathie über Zeitalter hinweg, ne? Weil das sind ja, ist ja doch Zeit auch vergangen. Naja, klar. Ach, immens spannend. Also letztendlich
ist, glaube ich, ein Aspekt von LARP auch, dass man da so eine sehr flüchtige, einmalige Kunstform produziert, die da einmal kurz da ist und dann ist die weg und nur sehr bedingt wiederholbar. Aber wie jede Kunstform kann die einem was verdeutlichen und einen an etwas teilhaben lassen. Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Aber das ist alles dieser gewaltige Überbau. Aber du sagtest einmal kurz virtuell. Naja, so virtuell im Sinne von virtuell nicht. Ich weiß, was du meinst. Es ist keine echte Geschichte, sondern eine erdachte. Und man spielt. Aber es hat ja gleichzeitig eine sehr reelle Komponente, denn ihr Ja. marschiert ja. Das ist ein richtiger Gewaltmarsch und das Gelände ist schwer. Und es ist auch mit Absicht, glaube ich, eher in der kalten Zeit angesiedelt, Jahreszeit angesiedelt, oder? Genau. Also da kommen wir vielleicht mal jetzt dazu, wie ist das Event eigentlich aufgebaut, also an sich. Bevor wir jetzt nochmal zu diesen Märschen kommen, würde ich mal kurz einfach mal kurz sagen, wie läuft das ab, also wie sind die einzelnen Sachen und dann können wir auf die Details nochmal eingehen. Sehr gern. Das Event selber ist aufgebaut, das beginnt halt eben am ersten Tag, das sind einer von dreien. Da kommt man halt in Prag an und wird mit dem Bus abgeholt. Dann fährt man eben zu dem Ort, was halt hier jetzt eine Veranstaltungshalle von einem kleinen Dorf ist, mit einer kleinen Theaterbühne. Und da drinne muss man dann auch übernachten. Das heißt, da schlafen alle über 50 Spieler halt in dieser Turnhalle. Und das Erste, was halt passiert ist, man muss seine Sachen ablegen und kriegt das Kostüm gestellt. Wenn man das Kostüm bekommen hat, Ah, das kriegt man gestellt. Das muss ja, man gar nicht mitbringen, wie bei jedem genau. anderen Lab. Das ist der Wow. Unterschied. Es ist auch so, dass du musst natürlich gewisse Sachen mitbringen. Also halt ne, Hygieneartikel, Schlafsachen, im Sinne von halt eine Matratze, ein Schlafsack, ein Kissen, solltest du mitbringen. Und natürlich auch das Schuhwerk, weil Schuhwerk ist halt wirklich Ja. wichtig bei einer Wanderung. Und deswegen sollte man sein eigenes Schuhwerk mitbringen, das man am besten idealerweise vorher auch eingetragen hat, um halt möglichst Ja. halt Verletzungen zu vermeiden. Den Rest Das ist kriegt, sehr weise, ja. ja. Und wenn du halt unterwegs nicht oder zum Beispiel Tänzer, die Tendenz hast, dass du halt irgendwie Energie brauchst, dass du halt zwischen den Stops halt immer dir einen Snack halt geben kannst, damit du halt nicht abklappst bei einer langen Wanderung. Und genau, das heißt also, du kommst dort an, kriegst das Kostüm gestellt und dann beginnen sofort die Workshops. Und da wird dir erstmal halt nochmal die Geschichte klar gemacht. Also quasi habt ihr alle eure Hausaufgaben gelernt. Das ist die Geschichte, das sind die wichtigsten Punkte, das sind die verschiedenen Volksgruppen, so sehen die aus. Deswegen passiert halt diese Dynamik zwischen den Volksgruppen. Dann wurde halt nochmal vorgestellt, guck mal, der spielt die Volksgruppe, der spielt die Volksgruppe, die spielt halt einen Adligen, der spielt einen unteren. Und wie stellen wir jetzt in diesem Spiel dar, dass diese Dynamiken stattfinden? Dann geht das halt so weit auch hin, dass man halt eben dann auch in diesem Spiel halt lernt, wie man quasi eben zum Beispiel gewisse Kämpfe, also sowas wie halt, der hat mich beleidigt, also beleidige ich ihn zurück und dann kommt mein Kamerad, will den eine schlagen und damit man sich nicht wirklich schlägt, gibt es halt so Theater. Gesten, die man machen kann, die genauso wirken halt im Spiel, aber halt eben niemanden wirklich verletzen. Und auch, wie tue ich halt jemanden halt so beleidigen, dass er es als Spieler aber trotzdem nicht abkriegt, also heulen zusammenbricht, sondern halt eben sagen kann, okay, das ist nur Spiel, aber ich reagiere im Spiel drauf. Da geht es auch ganz viel, wie gesagt, auch um emotionale Sicherheit, dass man halt immer, eben, obwohl man in dieser Rolle ist, auch trotzdem immer die Möglichkeit hat, auch rauszugehen, wenn man einem das zu viel wird. Weil das kann sehr schnell passieren, dass du Situationen erlebst und plötzlich kannst du einfach emotional nicht mehr und dann musst du halt wissen, wie du aus dieser Situation rausgehen kannst, sodass du es seinem Gegenüber signalisieren kannst. Auch wenn Notfälle sind, ne? Du hast dir, sag mal, das Bein gebrochen. Woher soll der Gegenüber wissen, dass du das Bein gebrochen? Da gibt es dann auch Codewörter. Das war jetzt, das kann man verraten, das nannte sich dann halt irgendwas mit Rot, also Red Stop. Heißt dann halt, okay, das Spielgeschehen wird komplett gestoppt. Wir gucken Weil erstmal, echte ist die Verletzung. Person, geht es der gut, ist was passiert?
Mussten wir auch ab und zu anwenden, meistens wenn sich jemand das Knie verdreht hat oder sowas. Genau. Dann hast du, wie gesagt, die Workshops gingen bis 12 Uhr nachts. Kann ich noch mal eine Ja. Frage stellen Na klar. zu diesem ganzen Thema emotionale Sicherheit? Weil darum geht es ja im Lab sehr viel, ne? Und habe ich manchmal so das Gefühl. Und ich habe da wenig Ahnung von. Und gerade so eine erste Weltkriegssoldatengeschichte, Männer, Frauen, da, wenn man da wirklich sagt, okay, voller Realitätsflash, da kommt ja unglaublich viel Gewalt, sexualisierte Gewalt etc. Auch Ja. zum Tragen. Und sagt man, okay, klammern wir aus, weil Leute, ist uns zu krass und das wären zu viele Trigger-Warnings an der Stelle, oder versucht man es reinzubringen, aber safe. Genau, also es ist so, es gibt gewisse Sachen, die werden wirklich nicht dargestellt. Also klassisches Beispiel, Vergewaltigung ist ein absolutes Tabuthema, weil möchte niemand erleben, möchte auch niemand spielen. Und die, die es vielleicht doch spielen wollen, die können gerne auf eine andere Veranstaltung gehen. Finde ich, wie gesagt, war mir zum Beispiel auch super wichtig, dass das halt gar nicht dargestellt wird. Das wird dann so gemacht, dass wenn das Thema ist, findet es maximal in Erzählungen statt. Aber Darstellung gibt es nicht. Wenn jetzt andere Ah, Sachen jemand kann sind. sich erinnern an, da ist Genau. sowas passiert oder. Oder wie gesagt, ich will jetzt nicht in den Plot reingreifen, weil das sind Erlebnisse, die muss man drin machen. Aber es hat natürlich auch, wird auch ein Thema sein in dieser Veranstaltung. Aber wie gesagt, es wird wirklich nicht dargestellt, sondern halt über andere Mittel, halt, also hauptsächlich Erzählungen, wie Charaktere auf gewisse Situationen reagieren, halt gemacht. Zum Beispiel Romanzen Ich wollte es, werden. du, ja, mir ist da auch super unwohl bei. Also Ja. das will ich auch mal kurz zu Protokoll Genau, geben. das. Aber ich wollte es gefragt haben, weil ich glaube, es ist so das Worst-Case-Szenario, das man sich vorstellt an so einer Stelle. Richtig. Und wenn wir das daran mal kurz abgehandelt haben, dann wissen unsere Zuhörer jetzt, ah, alles klar, cool, so handhaben die das. Das ist ein kurzer Moment des Unwohlseins für uns beide. Aber hey, wir sind damit informativer geworden irgendwie, ja. Genau, also körperliche Gewalt ist, glaube ich, mit das Beste, wo man das halt zeigen kann. Also körperliche Gewalt, wie wird das dargestellt? Zum einen kriegt man halt gelehrt, wie man halt im Prinzip jemanden halt eine Backpfeife gibt, ohne dass man denjenigen wirklich trifft. Und das ist im Prinzip eigentlich nur, dass man in die eigene Hand klatscht, nur in der Nähe desjenigen und am auch möglichst nicht am Trommelfell, weil Trommelfell kann auch bei einem Klatscher platzen. Das wird zum Beispiel gelehrt. Genauso ist das, dieses jemanden schlagen. Es wird niemand geschlagen. Es wird, wenn überhaupt, angedeutet und dann so mit einem Abstand, dass man nicht aus Versehen auch mit der Faust treffen kann, wenn man gerade in der Aktion ist. Das heißt, man hat da halt wirklich einen optischen halt Abstand. Und das wird zum Beispiel da dargestellt, wenn du halt wirklich jemanden in Anführungszeichen im Spiel verprügeln möchtest, dann stampfst du mit dem Fuß auf den Boden. Und mit jedem Stampfen muss dann der Gegenüber halt entscheiden, wie er darauf reagiert. Und das ist meistens, dass sie dann immer kleiner werden und immer weiter auf dem Boden. Und das reicht von der Theatralik völlig aus, um sowas darzustellen, ohne jemanden wirklich zu verletzen. Und kommt's auch nicht albern rüber? Nein, gar nicht. Weil dadurch, dass die Person reagiert, schauspielerisch, hast du nicht das Gefühl, dass da dem was weggenommen wird? Krass. Das stimmt ja auch mit viel, einfach mit Filmtheorie gut überein, ne? Ja. Wenn du so große Regisseure hast, die immer gesagt haben, die Aktion ist gar nicht das Wichtige, die Reaktion ist das Richtig. Wichtige. Der Reaction Shot. Wenn du Genau. einer Situation als Regisseur Gewicht verleihen möchtest, zeig, wie Leute auf sie reagieren. Und damit stimmt das ja sehr schön überein, wenn du sagst, nee, solange diese Person ja reagiert und solange du die Folgen siehst, Richtig. trägt es trotzdem Gewicht. Also, wie gesagt, ja im Workshop geübt und man merkt sofort, man braucht gar nicht das darstellen. Dass man halt ausschwingt oder sowas halt, das brauchst du gar nicht. Aha. Okay, also Workshop Geschichte,
Workshop Safety, Workshop Theater und Action. Genau. Dann gibt es natürlich auch den Workshop, wie sind die Rollenverteilungen? Also, wie verhältst du dich als Spieler gegenüber einem Adligen, wenn du kein Adliger bist? Wie verhältst du dich gegenüber einer älteren Persönlichkeit? Und zwar, da geht es dann um den Charakter, natürlich nicht um die Spieleralter. Wie verhältst du dich halt zwischen den Volksgruppen? Und vor allem, wie verhältst du dich gegenüber Kriegsgefangenen? Und da ist es aber so, dass da nichts vorgegeben wird, sondern so, das sind die Dynamiken. Und die Dynamik ist halt natürlich darauf ausgerichtet, dass es Konfliktspiel gibt, bewusst. Das heißt, dass halt Frauen zum Beispiel lästern sehr stark, dass sie halt versuchen, halt den Gegenüber zu beeinflussen, dass Männer halt versuchen, vielleicht ab und zu auch mal was mit Gewalt zu lösen, dass Adlige ihren Status ausnutzen, um halt andere eben im Spiel zu bedrohen oder halt auch, dass halt, wenn jemand zum Beispiel halt nur ein Russe ist, der unteren Schicht, dass der halt eigentlich an der unteren Nahrungskette sitzt und der andere am oberen. Weil, und ohne jetzt da zu viel zu spoilern, weil genau dann halt mit diesen Klischees, die man aufgebaut hat, man dann auch brechen kann im Spiel. Und wirklich damit halt dann eben, sage ich mal, Spannung erzeugt. Du sprichst von Volksgruppen. Nur weil das halt in unseren Podcasts öfter mal Thema ist zwischen so Gruppen und Konstrukten, wie das historisch behandelt wird. Ja, wenn man sich vollkommen dessen bewusst ist, was in der modernen Wissenschaft der Begriff trägt, würde man ja vielleicht Ethnien sagen. Aber das trifft es ja auch nicht ganz, weil es sind ja eher so Identitätskonstrukte, ne? Das stimmt. Aber auch Gruppen, die sich untereinander auch abgrenzen, ne? Und das ist vielleicht ganz spannend, nochmal zum Safety Workshop zurück. Das war ja eine Zeit voller Rassismus, Antisemitismus, Misogynie und man kann nicht nur sagen Spannungen zwischen diesen Gruppen, sondern halt zum Beispiel rasender Antisemitismus, ne? Du kannst schon irgendeinen Ruthenen dadurch beleidigen, dass du ihn verdächtigst, ein Jude zu sein, weil du ihm dadurch sofort Status in dieser ja doch antisemitischen Gesellschaft einfach, muss man so sagen, absprichst. Jetzt ohne zu sagen zu wollen, dass die tschechoslowakische Gesellschaft eine antisemitische war, aber es war eine antisemitische Zeit, ne? So ein kleiner Disclaimer. Und tatsächlich war das auch in der K&K-Monarchie so. Das ist ja auch ganz spannend. Was nimmt man sich da heraus und was verkneift man sich? Also ganz klar nimmt man sich natürlich heraus die tschechoslowakischen Volksgruppen und die russische. Und verkneifen tut man sich natürlich alles, was halt mit dem Thema Juden zu tun hat. Und weil, Tatsächlich. ja, bewusst, weil genau da ja in der Zeit ja auch das Judentum ja sehr drunter gelitten hat und dann auch später auch mit der Gründung des eigenen Staates da sehr viel kontrovers gelaufen ist und im Zweiten Weltkrieg danach hat man gesagt, bewusst, da möchte man nicht ansetzen, weil es gibt so schon genug Rassismus, den man halt unter Slowaken und Tschechen und Russen darstellen kann, ohne dass du halt wirklich auch noch das schwierigste Thema überhaupt der heutigen Geschichte und den größten Antisemitismus reinbringen musst. Ja, alles klar. Das ist ja eine Entscheidung. Kann man ja Genau. durchaus genauso machen. Es ist auf jeden Fall einfacher, ich glaube, zu sagen, wir wollen realistisch eine antisemitische Zeit darstellen, wäre, da bräuchtest du auch einfach echt Own Voice. Da brauche ich wirklich mindestens 5 Juden vor Ort, die als Komitee immer sagen, finden wir das, was hier gerade läuft, noch vertretbar oder nicht? Und Ja. da kommst du ja in Teufelsküche. Genau. Und es braucht auch nicht fürs Antiziganismus wäre Spiel. ja genauso ein Thema der Region und der Zeit, ne? Völlig unreflektiert damals noch. Super selbstverständlicher Antiziganismus. Und dann hast du natürlich noch Ukrainer, du hast Polen. Das ist ja eine unglaublich komplexe Ecke,
von eben Gruppen, die vor allem die eine gemeinsame Geschichte haben, die natürlich auch von Konflikten geprägt ist. Man erzählt Geschichte gerne als von Konflikten geprägte Geschichte, weil man Geschichte gern mit Schlachten erzählt und die und wir und die gegen die. Was man natürlich nicht tut, ist, das als Geschichte auch von Kooperation zu erzählen, was durchaus auch möglich wäre, aber es passiert halt nicht in der klassischen Geschichtserzählung. Genau. Und das ist ja das halt auch das Thema halt hier, dass halt genau das hier ist. Ich meine, jetzt sind ja diese, jetzt sind, haben wir jetzt Polen, Tschechen, Slowaken, Russen und dann auch Russen höherer Schicht, Russen Adel, Russen Bauern. Dann doch Leute, die halt in ihrer Ehre, weil damals war ja auch die Ehre unter den Russen auch sehr stark als Prinzipium drinne. Und damit wird halt Ja, gespielt, im vor allem gesamten Adel, ne? bei, ja, und da wird halt natürlich dann auch eben dieses Pulverfass des Krieges spielt da halt noch eine sehr starke Rolle, weil du natürlich auch wieder von außen auf diese Gruppen triffst, außerhalb der Legion und innerhalb der Legion. Und dann musst du dich halt ja auch noch auf die Leute verlassen, die du vielleicht nicht so besonders magst, weil du halt irgendwelche Schubladen hast, die halt reingesteckt wurden. Oha, krass. Und das Ganze in einer heutigen Zeit, in der es ganz, ganz viel um Identität und Politik geht, ne? Was ich an dieser Situation der tschechoslowakischen Legion jetzt absolut faszinierend finde, ist, dass ja wir hier eine Situation haben, die diesen ethnopluralistischen Gedanken von jede Nation, jede Gruppe ist ja cool, aber bitte nur in ihrem eigenen Land. Die führen wir hier ja ad absurdum, weil wir hier praktisch zeigen, wie die tschechoslowakische Nation, also auch die tschechische und die slowakische später, aus einer super heterogenen ethnischen Situation hervorgehen, weil wir diese super heterogene ethnische Situation schon in dieser Legion haben. Schon in dieser Gruppe, die sich da gen Osten, gen Wladiwostok bewegt. Man könnte tatsächlich sagen, zu der Frage, die ich am Anfang hatte, dieses kritische Hinterfragen, ob man da nicht eine nationale Erzählung serviert bekommt, kann man auch das antworten, weil man damit ja sagt, ja, aber das zeigt ja, wie eine Nation aus einer absoluten Verschiedenartigkeit hervorgeht, ne? Und wenn wir das auf die meisten Nationen in Europa anwenden, und da ist es nicht viel anders, also bei den Polen, bei den Ukrainern, bei den Deutschen, dann sehen wir in erster Linie Verschiedenartigkeit, ne? Und das Spannende ist ja, finde ich ja, dass es ja nicht nur im Spiel eine Relevanz hat, sondern auch zumindest bei den internationalen Rang, ja, bei den Teilnehmern. Weil das ist ja auch sehr heterogen. Also zum Beispiel jetzt in der Veranstaltung, wo ich war, hatten wir Teilnehmer aus über 12 Nationen dabei. Und das ist halt ein sehr, sehr spannender Mix. Gerade halt, weil man 50 natürlich. Leute, 50 Leute, 12 Nationen, das ist Ja. krass, ja. Also das Höchste, was sie mal geschafft haben, waren, glaube ich, 18, 19 Nationen. Also von der Geil. Spielerschaft hast du dann wirklich alles dabei. Also da kommt jemand aus Australien angeflogen oder aus Amerika oder halt noch vor dem Krieg hat, ne, aus Russland, aus der Ukraine, aus Jerusalem oder halt eben den ganzen europäischen Staaten, nur um in dieser Veranstaltung halt zu sein. Und das ist halt schon was ganz Besonderes. Krass, ich würde wirklich gern so einen jüdischen Teilnehmer befragen, wie das für ihn ist, diese so von Antisemitismus aus seiner Sicht geprägte Zeit, Kann. ohne diesen Antisemitismus zu sehen. Das ist doch super spannend. Da wir einen jüdischen Teilnehmer bei uns hatten, kann ich dir gerne mal den Kontakt geben, wenn er möchte. Ja, das wäre tatsächlich ein interessantes Gespräch, ja, müsste man hören, was er dazu zu sagen hat. Vielleicht findet er das auch gar nicht so lustig, da auf sein Judesein reduziert zu werden. Aber ja,
spannende Perspektive allemal, ne? Das war ja nochmal meine kurze Rückfrage zum Thema, wie wird mit den Spannungen dieser Gruppen untereinander im Sinne dieser ja, psychischen Unversehrtheit der Teilnehmer letztendlich umgegangen. Aber wir waren ja eigentlich beim Ablauf, ne? Genau. Und das Spannende ist halt vielleicht, bevor wir zum nochmal Ablauf auf während der Veranstaltung gehen, ist halt, was man halt auch bei den Workshops hat, das ist halt den laschen Waffengesetzen der Tschechen geschuldet, dass halt man für die Veranstaltung Filmwaffen zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, dass man da halt schon Waffen hat, die halt eben richtige Munition verwenden. Natürlich haben die Waffe keine Läufe, wo es rauskommen kann oder sowas halt, aber das knallt ganz ordentlich und sorgt auch dafür, dass halt natürlich in den Situationen man halt schon so ein mulmiges Gefühl bekommt, wenn dann plötzlich halt mal das überall auftaucht. Ja, und wir sind ja tatsächlich auch Filmwaffenexperten Ja. und gehen mit denen um. Und die Dinger sehen einfach mal super echt aus. Das ist ja deren Job, echt auszusehen. Und wenn man da so in so einen Metalllauf guckt und da ist Holz dran, das Ganze ist ein bisschen abgegriffen und sieht wirklich realistisch aus, ist ein besonderes Gefühl, ja. Genau. Und ansonsten zum Ablauf ist es so, die ganze Veranstaltung ist eine sogenannte Wandercon. Das heißt, man bleibt nicht an einem Ort, sondern man läuft wirklich von einem Ort zum nächsten. Und ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe halt meine Smartwatch versteckt, um zu wissen, wie viel wir gelaufen sind. Und ich kann sagen, man läuft am ersten Tag, und das obwohl man nur einen halben Tag Workshop hat, schon 25 Kilometer. Und am zweiten Tag läuft man dann nochmal 20. Das heißt, das ist schon ein ziemlicher Gewaltmarsch, den man da halt macht. Und das ist halt auch im Prinzip so die Hauptzeit, wo man spielt. Das heißt, die Veranstaltung geht los, man wird abgesetzt, dann eben passieren Ereignisse und man läuft. Und währenddessen man läuft, läuft man halt von einem Stop zum nächsten. Und das sind halt am ersten Tag nur drei Stops und am nächsten Tag hat man dann sechs Stationen und zwischendrin läuft man über eine Stunde. Und das ist so, dass man dabei wirklich durch den ganzen Wald läuft und nicht, wie man das vielleicht in Deutschland kennt, dass man irgendwelche Wanderwege langläuft oder so, sondern man läuft halt wirklich auch durch die Pampa. Das heißt, man läuft auch wirklich halt eben durch Pfade und es gibt halt dann auch Bergpfade, die so schmal sind, dass da nur eine Person vorbei kann, wo du über Bäume rüber laufen musst oder wo du halt wirklich auch mal einen Winkel von gefühlt und wahrscheinlich war es sogar real 45 Grad hoch laufen musst, um überhaupt erstmal an die Bergspitze zu kommen. Also man kriegt richtig das Gefühl, man ist wirklich in dieser mitten in dieser Pampa in Sibirien, muss sich da irgendwie durchschlagen. Krass. Ja, da hatte ich Fragen zu, weil Punkt 1, 25 Kilometer durch schweres Gelände ist wirklich viel. Also 4 Kilometer durch schweres Gelände ist viel. 25 ist super viel. So eine Armee aus der Fußgängerzeit, also so eine napoleonische Armee zum Beispiel, die bewegte sich am Tag, wenn die wirklich marschierten, ja, ungefähr 30 bis 35 Kilometer. Profi-Marschierer tatsächlich auf Wegen nach Möglichkeit, ne? Und durch so ein Gelände in den Bergen 25 ist eine Ansage. Also ist gar nicht so für Leute, die das ja jetzt nicht trainiert haben, die jetzt auch keine Soldaten sind, ist das viel auf jeden Fall. Und seid ihr da körperlich an Grenzen gestoßen auch? Also es ist so, dass du nicht alles halt durchs Gelände machst, weil das auch mit einem nicht geht. Und klar, es gibt ein paar, die halt schon an ihre Grenzen gestoßen sind. Meist sind die Grenzen aber eher gewesen, dass sich Personen halt die Füße verdreht haben oder halt wirklich dann konditionell das nicht mehr geschafft haben. Und da ist es dann aber auch so geregelt, die müssen dann halt entweder getragen werden von anderen
oder halt an Punkten dann halt halten, wo man dann sie mit Auto abholen kann. Und ich meine, Natur ist ja nicht mehr so wild, wie es vielleicht damals mal war. Das heißt, du hast immer wieder Abschnitte, wo du Straßen hast und solche Sachen. Und das Ja, ist halt klar. viel auch Feld gewesen, wo wir durchgelaufen sind. Und die Ja. Episoden, wo es halt wirklich mitten durch den Wald ging, also gerade mit diesem Schräganstieg am zweiten Tag zum Beispiel, das sind dann Episoden, die halt, naja, 20% von dem ausmachen, wo du halt durchläufst. Also es geht immer noch. Und wenn man einigermaßen fit ist, also einigermaßen fit bedeutet jemand, der halt, sag mal, einen guten Spaziergang macht und vielleicht einmal die Woche Sport, kann man das gut durchhalten. Aber du hast doch den Vorteil, du trägst ja nicht so viel mit dir. Also es gibt halt noch für Menschen, die halt wirklich das absolute Erlebnis haben möchten, gibt es die Option, dass sie alles, was sie halt benötigen, auch zum Schlafen immer selber schleppen können. Aber das ist bewusst gesagt kein Muss. Sondern meistens hast du halt deine Filmwaffe und halt noch eine Tasche, wo Zeug drin ist von deinem Charakter. Und das war's. Okay, und ansonsten, gut, also morgen geht los, man wird da irgendwo im Wald abgesetzt, und dann die Zeit des Spielens gegenüber, habt ihr da viel mit der Orga zu tun? Oder sind überhaupt auch NPCs in dem Tross mit dabei Ja. oder eher nicht? Also im Tross selber sind so gut wie keine NPCs dabei. Das heißt, es gibt natürlich ein paar NPCs, also gerade weil von der Orga welche dabei sind, die natürlich dann denen, die halt die Trapper und Tracker halt spielen, also die, die halt wissen, wo es lang geht, denen sagen, hier, da musst du lang gehen oder da musst du lang gehen. Meistens halt ist es so, dass die, die halt eben die Tracker sind, die haben eine Karte und müssen gucken, dass sie halt auf diesen Pfaden langlaufen. Und wenn sie dann wirklich mal völlig verloren sind, gehen sie zur Orga. Natürlich sind auch Fotografen dabei, weil du willst ja auch Bilder zeigen. Und auch die Spieler möchten ja auch Bilder haben. Und es ist ja schon so, dass halt die Zeit ungefähr vorgegeben ist. Wo sollst du an welchem Spot halt sein? Weil das so ist, die meisten Ereignisse passieren halt an den Spots. Und da bist du dann ungefähr eine Stunde, passiert sehr viel Handlung. Und zwischen den Spots hast du dann eben diese Wanderung, wo du sehr viel Charakterspiel machen kannst. Das heißt, im Endeffekt sehr viel Konversationen zwischen den Charakteren, wo du dich austauschen kannst, wo dann halt was passiert. Natürlich kann ab und zu doch nochmal was passieren, dass du überfallen wirst oder sowas halt. Dann geht, es gibt NSCs, die natürlich irgendwie musst du ja die Gegner darstellen oder halt vielleicht das kleine Dorf oder halt ein Camp, wo du halt einen Handelsposten, solche Sachen. Und es ist so aufgebaut, jeder hat halt einen Charakterbogen. Und dieser Charakterbogen ist im Spiel das Tagebuch des Charakters. Und vor jedem Spot gibt es eine Seite, die man gelesen haben sollte. Und da sind Spielanweisungen drin, was der Charakter machen sollte. Und da sind Spielanweisungen drin, was der Charakter machen muss. Das heißt, man hat immer als Spieler die Möglichkeit, halt bei diesem, was der Charakter sollte, zu entscheiden, mache ich das, habe ich das schon gemacht, möchte ich das machen, passt das für mich. Aber es gibt dort Anweisungen, die sind halt wichtig, weil sie wiederum wichtig sind für andere Charaktere. Die müssen dann ausgeführt werden beim nächsten Stop. Außerdem steht dann in diesem Tagebuch halt auch drinne, wirst du verletzt oder wirst du nicht verletzt. Was halt für die Feuergefechte, weil macht es ja nur mit Filmwaffen, für die Darstellung da ist halt, wer wird verletzt, wer stirbt Ah, und cool. solche Sachen. Das mag sich irgendwie unfrei anfühlen, aber das finde ich tatsächlich irgendwie besser, Ja. zu wissen, ich muss jetzt echt gleich cool getroffen werden oder was, oder bei diesem Genau, Angriff genau. sterben. Das ist der Hintergrund. Und auch mit diesen Anweisungen hast du halt immer die Möglichkeit, halt, also zum einen, du wirst halt an der Hand geführt. Ne? Das ist halt gerade dahingehend halt für jemanden, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, auch ganz gut, dass man an dieser Hand geführt wird und weiß, wie der Charakter sich halt entwickeln kann oder entwickeln soll. Und das ist auch so gemacht, dass die Seiten natürlich alle abgeklebt sind, sodass du nicht vorher schmulen kannst, was passiert denn am Ende. Oder aus Versehen vielleicht das Buch ausklappst und dann liest du halt von der letzten Episode, dein Charakter stirbt und ist ja die ganze Spannung verloren. Ja, klar. Aha, das heißt, man öffnet die dann, man schneidet die so auf und Genau. arbeitet sich so das durch das Buch. Ach, super spannend. Ich kriege echt Lust. Aber
Es ist halt auch hart. Also, das ist auch Übernachtung dann unter freiem Himmel, oder? Das ist in Mannschaftszelten. Also für diejenigen, die vielleicht früher beim Militär waren, es ist im Vergleich halt noch relativ Luxus. Also jeder hat, sag ich mal, seine 2x 0,5 Meter, wo er drin schlafen kann, aber es ist trotzdem enger und enger und eng. Und es ist auch so, über die 3 Nächte, also die 2 in der Turnhalle und halt die eine halt in den Mannschaftszelten, kann man sagen, man kriegt nicht viel Schlaf. Also ich persönlich habe pro Nacht durchschnittlich 4 Stunden geschlafen. Aber, und das ist halt das Erstaunliche, es kommt dir nicht so vor, dass du nur 4 Stunden geschlafen hast, weil durch das ständige sich bewegen und die Kälte draußen hast du ein ganz anderes Energielevel. Noch hinzu kommt, dass an jedem Stop kannst du Tee, Wasser oder Lebensmittel zu dir nehmen. So dass du halt immer halt versorgt bist, dass du halt, also, weil es ist ja nur ein Spiel, wir müssen ja nicht trotzdem chronisch unterversorgt sein und immer Hunger haben. Ja. Man muss irgendwo auch aufhören mit der Genau. Immersivität, ja. Auch Carsten, du Supermensch, ey. 4 Stunden Schlaf, weil wegen der Kälte und der Bewegung hat man ein anderes Energielevel. Darauf möchte ich antworten, ja Mann, niedrigeres hat man dann, weil man sich so viel bewegt und es kalt ist. Ja, also zumindest, also wie gesagt, im Gegensatz zu so einem typischen Homeoffice-Tag habe ich das Gefühl, ich war deutlich wacher als sonst. Aber klar, ich meine, wenn du das jetzt über mehrere Monate machst oder mehrere Wochen, ist das was anderes. Das ist klar, dass das halt jetzt für auf 2 Tage du nicht dieses Level erreichst, was die halt früher erreicht haben oder heutzutage. Nee, Klar. klar. Aber was hat dich denn da, das ist ja eine super spannende Frage, was hat dich denn da so wach gehalten? War es die Spannung? Oder Klar. klar, mit Bewegung sein und so, aber ha. Also, es ist halt sehr viel passiert. Ja. Und gerade wie gesagt, die Stops, also du hast ja, wie gesagt, auf den Tag, also wenn du es auf den Tag verteilt hast, und zum Beispiel der 2. Tag, das ging da mit Aufstehen um 7 Uhr morgens los und ging halt mit wieder mit den Bussen nee, sogar zurücklaufen nur bis abends um 11. Das heißt, du hast ja schon bei 6 Stops, so jetzt müssen wir mal rechnen, morgens um 7, abends um 11. Das heißt, du hast, warte mal, 23 Uhr, 7, 16 Stunden, 16 durch 6. Also hast du ungefähr alle 2,5 Stunden einen Spot gehabt, wo was passiert ist. Das heißt, du hast immer 2,5 Stunden Episoden gehabt, wo eigentlich nichts passiert, außer du läufst. Oh, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Ja, kürzer, weil die Stops haben ja lange gedauert. Ja, stimmt. Die Du haben hast ja recht. Also kannst du sagen, sonst, alle ja. Stunde hast du halt eine Pause. Also Pause im Sinne von eher eine Actionpause, wo halt wirklich was passiert. Und du hast halt eigentlich nicht das Gefühl, dass du Langeweile hast. Weil erstens in diesen Actionpausen so viel passiert, dass du das erstmal verarbeiten musst. Und du bist dann ganz froh, wieder ein bisschen laufen zu können. Ja, bist du wirklich. Weil zum Beispiel, ich habe halt einen Charakter gespielt, der halt im Lazarett arbeitet und du hast einfach keinen Bock mehr, nur noch Leute zu verbinden und so weiter. Und auch das Grauen zu erleben. Ne? Du brauchst halt diese emotionale Verschnaufpause halt, ne? Wo dann halt es ist. Und klar, du hast natürlich auch viel Warterei, gerade wenn es halt darum geht, nächster Checkpoint, oh, wir wollen die angreifen, wir müssen jetzt alle ruhig sein und so weiter. Also da finde ich, da hat ein anderer Spieler einen spannenden Punkt gesagt zu dem Thema, Krieg ist 90% Warten und 10% Gewalt und sonstiges. Oh. Und das hast du schon gehabt, aber wir haben halt eben da die Zeit genutzt, um halt eben miteinander zu reden. Also weil du auch reden wolltest, weil du ja durch diese Anweisung im Buch auch den Drang hattest, halt reden zu wollen, um halt eben dann die Anweisung halt auszuführen und auch halt deinen Charakter voranzubringen, die Geschichte voranzubringen. Vielleicht wolltest du ja irgendwas Besonderes herausfinden oder irgendwas ist gerade passiert, wo halt eben deine imaginäre Schwester oder Bruder oder sonst was erlebt hat. Und das möchtest du ja alles herausfinden. Also bist du eigentlich die ganze Zeit nur dabei. Da musst du noch darauf achten, dass möglichst gar keiner dich überfällt. Also das hätte ich schon ganz schön wach. Und das Gehen macht das was mit einem? Ja. Gehen hat ja viele,
Einflüsse auf den Menschen. Also man sagt, man denkt besser beim Gehen. Aber ich persönlich, also auf mich haben Spaziergänge geradezu magische Auswirkungen. Hast du da was gespürt? Ja, also das eine ist halt natürlich, das Gehen ist halt auch ein Spielfaktor, der die Erschöpfung halt auch besser zum Tragen bringt, ne? Gerade weil man ist es ja nicht gewohnt, so lange Strecken am Stück zu laufen, gerade so viel. Und du musst dich jetzt irgendwann halt zwingen, halt weiterzulaufen. Das ist das Erste, klar, weil du bist es nicht gewohnt. Und zum anderen hast du dann halt zumindest eine Ahnung der Erschöpfung, die die halt damals durchgemacht haben. Also nur eine kleine Ahnung, aber es hilft dir halt im Spiel, weil wenn du halt körperlich halt erschöpft bist, spielst du auch anders, gehst auch an Sachen anders ran. Das merkt man gerade am zweiten Tag. Und dann kommt ja auch noch hinzu, durch die vielen Ereignisse, die passiert sind, und das ist zum Beispiel das, was ich für mich gelernt habe, es ist erschreckend, wie schnell man sich an Sachen, die auch extrem schlecht und extrem gewalttätig sind, gewöhnen kann. Das ist wirklich erschreckend. Weil auch gerade, wenn du starke körperliche Erschöpfung hast, dann sind dir Ereignisse drumherum, so schrecklich sie sind, irgendwann egal. Und das war bei uns halt eine Szene gewesen, wo halt jemand exekutiert wurde per, kann man sich auf den deutschen Begriff, aber Englisch Firing Squad. Und das Einzige, was passiert ist, das hat eine Spielerin bzw. ein Charakter gesagt, oh, zum Glück war ich das nicht. So lapidar, ja. Ansonsten haben alle quasi nur noch quasi das gehört, haben kurz innegehalten und weitergemacht. Und das zu reflektieren, dass da eigentlich gerade was passiert ist, was halt absolut schrecklich ist, und du bist schon so abgestumpft und dass es nur eine Simulation ist, so, what the fuck? Also, wie jetzt? Das Das ist nicht ist das normal. ist ja schon richtig, richtig, richtig weit gediegen. Ja. Weil wenn du das erzählst, heißt das ja, Punkt 1, okay, diese gespielte Situation nimmst du durchaus ernst, aber auch der Ernst ist durch die simulierte Erschöpfung wieder so weit gedämpft, dass der Ernst alltäglich wird und Ja. dadurch dass du sogar eine Abnutzung des Grauens simulieren kannst in so einer Ja. Situation. Kannst du wirklich. Ja, Und das das ist ist sehr wirklich, bemerkenswert. es ist bemerkenswert und es ist erschreckend zugleich. Was ich tatsächlich gelesen habe, im Zusammenhang mit den tschechoslowakischen Legionen, ist, dass die K&K-Armee große, große Probleme hatte mit Deserteuren und Überläufern. Das sind ganze Einheiten auf die Seite der tschechoslowakischen Legionen übergelaufen. Und deshalb, du hast ja auch öfter mal den Umgang mit Kriegsgefangenen erwähnt. Und deshalb gab es in der K&K-Armee den Befehl, gefangene Tschechoslowaken aus den Legionen sofort zu erschießen als Landesverräter. Was ja außergewöhnlich wäre. Normalerweise würden die ja als Kriegsgefangene müssten Ja. sie behandelt werden. Aber da gab es den Befehl, sie tatsächlich zu erschießen. Und diese Erschießungen sind auch passiert. Also da gibt es auch Berichte drüber. Ist ja tatsächlich alles gar nicht so normal, ne? Also da muss man ja erstmal sagen, was die Normalität der unnormalen Situation Krieg ist. Das hatten wir ja mal zum Thema Desertion im Ersten Weltkrieg. Dass man da eben nicht sofort vor ein Standgericht kam. Das ist nur wir denken das manchmal anders, weil wir alle diesen Kubrick-Film kennen. Über dieses eben die Erschießung dieser französischen Soldaten, die einen Befehl verweigert haben. Aber da ging es ja gar nicht um Desertion, sondern um Befehlsverweigerung. Und es war ein Schauprozess und es war die französische Armee. Leute, die desertierten, wurden eigentlich eher nicht erschossen. Die kamen kurz in Sicherheitsverwahrung, in Knast oder zurück an die Front. Also es gibt Berichte von Leuten, die sehr oft desertiert sind, Ja, deswegen. man muss dazu sagen, da hat es halt einen besonderen Grund,
Das will ich bloß nicht erzählen, weil das halt auch Teil der Geschichte ist, wenn man es erlebt, Nee, gerade wenn man halt ich merke Charaktere schon, spielt. Ja. Aber halt in ja. diesem Spiel, warum das so passiert ist, wie es passiert ist, hat einen Grund und wie gesagt, muss man halt einfach selber erleben im Abenteuer, um halt dann zu wissen, warum, wieso, weshalb. Nee, ich will dich da gar nicht weiter ausquetschen. Ich wollte es nur bemerken, weil ich das eine krasse Besonderheit fand, dass in dieser K&K-Armee ein so grausamer Befehl existierte überhaupt. Weil das ist schon eine harte Verrohung, zu sagen, wir behandeln die nicht als normale Kriegsgefangene, sondern wir erschießen die gleich. Das ist sehr außergewöhnlich. Das war klar, Krieg ist die Hölle und so weiter, aber da gibt es ja trotzdem Normen. Und wenn man da so weit von abweicht, ist sehr besonders. Aber da kann ich nur sagen, da wird es auch halt für diejenigen, die vielleicht mal teilnehmen wollen, halt eine Situation geben, wo es um das Thema Kriegsgefangene und Entscheidungen geht, ohne jetzt viel vorzugreifen. Aber im Prinzip sowas Ähnliches wird auch das Thema sein. Das ist super interessant, wie dieses Thema immer noch so lebendig ist, weil das in der Ukraine dauernd Thema ist, gerade auch. Und weil ich einen Freund habe, der ist bei der Bundeswehr und der sagt zum Beispiel, hey, wir brauchen stärkere Leitlinien, wie mit Kriegsgefangenen umzugehen ist und wie man überhaupt Kriegsgefangene nimmt. Weil, wenn man das nicht übt, läuft man bei dieser sehr besonderen und sehr gefährlichen Situation. Das ist ja der Übergang vom Kombattanten, vom Kämpfer zum Nichtkämpfer. Und der ist sehr künstlich und der geschieht innerhalb von einem Sekundenbruchteil. Gerade noch hattest du wirklich den Befehl, den umzubringen. Und jetzt darfst du das nicht mehr. Und haben wir alle gleichzeitig umgeschaltet, ja? Oder war irgendjemand noch auf Modus A? Nee. Und das ist etwas, das muss man üben und da muss man ganz, ganz klare Regeln zu haben, damit Menschen in so einer Einheit nicht tatsächlich durch einen Unfall aus Versehen oder völlig ungewollt oder aus noch einem falschen Mindset heraus zu Kriegsverbrechern werden, weil nichts anderes ist das ja am Ende, ne? Nee. Also das Thema verfolgt mich in letzter Zeit tatsächlich. Es ist interessant, dass das hier auch vorkommt, ja. Und wie verarbeitest du am Ende? Also nicht alleine. Also es gibt zum Beispiel von der Orga bewusst auch die Ansage zu allen Spielern, macht in den nächsten 2 Wochen keine schwerwiegende Entscheidung in eurem Leben. Weil das Krass, so Spiel, weit denken die mit. ja, also ist ja auch Erfahrung mittlerweile, ne? Weil sie bei 28 Abläufen wissen die schon ziemlich genau, was passieren kann und was nicht passieren kann. Und das ist auch wirklich so. Also es wird halt gern gemacht, dass dann halt eben auf Social Media eine Gruppe erstellt wird, wo halt nur die Teilnehmer drin sind. Und da wird sich dann ausgetauscht. Da gibt es dann verschiedene Mechaniken, die halt auch von anderen Live-Rollenspielveranstaltungen genommen wurden. Zum Beispiel Mechaniken wie schreibt einen Epilog, was mit dem Charakter danach passiert ist. Dann schreibt, welchen Charakter ihr wart und gebt dann Feedback. Und meistens geht es dann darum, erstmal nur positives Feedback darüber einzuholen. Dann so Sachen wie, wir machen Memes, wir tauschen uns einfach über Sachen aus. Zum Beispiel Eilfeld habe ich aufgemacht mit den anderen. Schreibt doch einfach rein, was euch in eurem normalen Alltag passiert ist, das euch an euren Charakter erinnert hat oder wo ihr gerade plötzlich zum Beispiel wieder in Charakter reingesprungen seid, obwohl es ihr nicht wolltet. Bei mir zum Beispiel kann ich sagen, war halt eine Situation, wo ich halt einfach draußen war und es war typisches Berliner nasskaltes Wetter und ich gedacht habe, oh, ich will wieder zurück in diese warme Uniform. Wo ich, also, Wolle ist großartig. ja, aber es ist trotzdem so, also so genau wollte ich es eigentlich nicht sagen, aber ja, irgendwie habe ich so gedacht. Und dann sind noch andere Sachen, wie zum Beispiel auch eine Spielerin, die halt meinte, sie möchte jetzt versuchen, in Zukunft halt nur noch Karten zu lesen, weil sie es eigentlich so toll fand, ohne Handynavigation das trotzdem hinzukriegen.
was man ja nicht mehr gewohnt ist heutzutage. Einfach solche Sachen. Und so gibt es halt Ja, es viele sind ja mich. nicht alle so alt wie ich. Ja. Ja. Naja. Und es gibt halt Gibt Leute, da die kennen so. nur Google Maps, ja. Ja. Und da gibt es halt so einige Sachen, ne, auch, dass man einfach miteinander schreibt, dass man sich verbal nochmal miteinander austauscht, nochmal nachfragt, hey, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Charakter gespielt hat, vielleicht der etwas böser war, war das okay so, war das eher doof, oder ich habe das so und so erlebt, wie geht's anderen damit? Einfach nur, damit man halt nicht in dieses Loch zurückfällt, wenn man dann halt eben raus ist, Ja. zu Hause, sage ich mal, allein in seiner Wohnung sitzt und denkt, ach du Scheiße, was ist denn da gerade passiert? Das ist für Charaktere, diese bösartigere Charaktere spielen bei sowas, ist das ja, glaube ich, sehr wichtig, auch Feedback zu bekommen. Ja. Hey, du hast diesen Bösewicht richtig geil gespielt. Das habe ich dir total abgenommen. Danke dafür. Weil damit so allein gelassen zu werden, ist ja bestimmt scheiße, oder? Hat man da nicht Ja. Angst, die ganze Gruppe hält einen für ein Arschloch auch im normalen Leben? Das muss man halt die Charaktere fragen, ne? So ist es halt. Also weiß es halt nicht, aber klar. Also auch natürlich, weil einige haben ja auch Entscheidungen getroffen, die halt auch Kriegsverbrechen waren, ne? Und die haben sie halt als Charaktere bewusst entschieden. Und oder halt sind halt mit dem Feind geflohen oder solche Sachen halt. Vielleicht. Oder sind, ne, haben halt eine Handlung gemacht, die halt dazu geführt hat, dass halt die Einheit in Gefahr geraten ist und so weiter. Kann ja alles passiert sein. Und deswegen es ist halt da halt wichtig, halt dann eben das Feedback zu bekommen oder halt auch zu sagen, hey, guck mal, das war nicht ich. Also das ist halt eine Sache zum Beispiel, die sie halt direkt danach das Feedback machen, dass halt du in der Runde sitzt und dann wird sich ausgetauscht und dann halt, da haben sie es immer auch sehr spannend gemacht, dass sie halt einfach Begriffe in den Raum geworfen haben. Zum Beispiel, was ist für dich Krieg? Was ist für dich halt, was war das andere Thema? Oder was halt bedeutet das für dich halt, das Wort Legion und sowas halt, um halt darüber halt Unterhaltung zu starten, damit halt die Spieler mitbekommen, okay, ich bin damit nicht alleine, es gibt andere, die vielleicht ähnlich denken, oder okay, krass, was war für dich gut, was war für dich schlecht, so einfach dieses Feedback. Also das finde ich wirklich super reflektiert und immens clever, diese Möglichkeiten der Nachbearbeitung weiterhin zu moderieren, das ist genial. Das ist, finde ich, auch Ganz wichtig, großartig. weil das halt, auch wenn es halt wirklich eben, ne, nur in Anführungszeichen Theater ist, es ist halt trotzdem so intensiv, dass man schon sehr starke Emotionen bekommt im Spiel. Also so, dass es halt auch genug Menschen gibt, die halt auch weinen, weil halt, obwohl es eine spielte Situation ist, sie halt so hart trifft, dass sie einfach nicht anders können. Naja, es ist ja nicht wie Theater spielen Ja. und das ist ja emotional genug für Schauspieler. In Interviews mit SchauspielerInnen hören wir ja eigentlich genug davon, wie intensiv das manchmal für sie ist. Aber hier gibst du ja wesentlich mehr von dir noch rein beim Spiel, weil du ja keine genaue Vorgabe hast, was sagst du und weil es tatsächlich am Ende deine Entscheidung ist. Was man vielleicht da herausstellen sollte, ist einfach, dass das Schauspieler zwar intensiv erleben, aber sie erleben es ja wirklich in einem festen Rahmen, dadurch, dass der Text und alles vorgegeben ist. Das heißt, sie nehmen sich ja eigentlich nur in einen Moment hinein. Und der Unterschied ist da ja, dass beim Live-Rollenspiel das nicht nur ein kurzer Moment ist, bis halt der Cut kommt oder das Theaterstück vorbei ist, sondern dadurch, dass du ja wirklich 2 Tage am Stück das durchmachst, hat es halt schon eine gewisse Realität, die du mit dem Schauspiel so nicht erreichen kannst, weil du wirklich ja dann in diesem Abenteuer dich befindest und durch die ganzen auch NSCs, also Nichtspielercharaktere, die Supportrollen spielen oder die Gegner, du das Gefühl hast, du bist wirklich in dieser Situation. Es kommt dir wirklich so vor, du bist da jetzt da.
Und das macht diese Intensität ja auch des ganzen Hobbys aus und gerade bei diesem Event natürlich nochmal präzise in diesem Setting. Und du spürst, glaube ich, das haben meine wenigen Lab-Erfahrungen gemeint, du spürst das Gewicht der Entscheidungen auch, weil du Ja. darfst ja selbst Entscheidungen treffen. Richtig. Und das Das tut ein ist Schauspieler ja nicht. genau. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, dass diese Entscheidungen Konsequenzen haben, die du nicht vorhersehen kannst. Weil es gibt kein Vor, also auch in dieser Veranstaltung, die ja sehr stark festgezurrt ist, kannst du nicht hervorsehen, was für Konsequenzen hat deine Entscheidung. Und so hatte ich zum Beispiel eine Entscheidung auch getroffen in diesem Spiel. Und es hat sich komplett in das Gegenteil verwandelt, was ich erwartet habe. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet. Also wirklich gar nicht. Und das ist genau das, was ja auch das Hobby an sich ausmacht. Weshalb zum Beispiel viele, die dieses Hobby machen, auch charakterlich daran reifen. Weil es gibt zum Beispiel gibt's eine Freundin, ne, von mir, die sehr introvertiert war. Und halt über dieses Hobby gelernt hat, eben aus sich herauszukommen. Also auch fremde Menschen anzusprechen, sogar vor fremden Menschen zu singen und auch Führungsrollen im späteren Beruf zu übernehmen, nur dadurch, dass sie halt eben dieses Hobby gemacht hat. Weil sie halt dort Das kann ich mir probieren gut konnte, vorstellen. wie, also wirklich dieses Ausprobieren, hey, ich verhalte mich jetzt zum Beispiel mal sehr resolut als Frau. Wie kommt das bei anderen an? Und wie muss ich mich verhalten, damit das so funktioniert, wie ich das möchte? Das kann natürlich manipulativ sein, aber es ist ja bei den meisten ist es so, die wollen es ja nicht für die Manipulation einsetzen, sondern eher halt, um zu wissen, okay, wenn ich später mal in so einer Situation bin, wie ich hätte mein Studium zum Beispiel abgeschlossen oder meine Berufsausbildung und komme dann halt in die Rolle, wo ich jemanden anleiten muss, wie gehe ich damit um? Welche Strategie verwende ich? Ich kann ja halt mal ganz blöd gesagt das Arschloch sein, ne? Der jetzt einfach nur alle halt abwatscht, wenn sie einen Fehler machen. Oder, was halt gerade bei diesem Hobby sehr stark ist, dadurch, dass es ja auch immer noch nur ein Hobby ist, du lernst halt sehr schnell, okay, wenn ich das Arschloch bin, kriege ich ganz schön viel negatives Feedback. Das ist vielleicht nicht so toll in der Zusammenarbeit. Ja, es ist halt eine Kommunikations-Sandbox, in der man Ja, ganz viel ausprobieren kann, ne? ist richtig. Und bestimmt kann man auch daran reifen, ja. Lernen, trainieren, ausprobieren. Und man kann eben so ein Setting mit all seiner Geschichte und Realität sehr intensiv kennenlernen, ne? Das ist die immense Chance hier, glaube ich. Und vor allem die Chance steht ja auch darin, halt, dass man natürlich auch mal Facetten an sich kennenlernen kann, die man im Alltag vielleicht nicht auspacken möchte. Also wirklich halt eben auch die dunklen Facetten oder halt halt auch mal ganz anders. Also mal wirklich das machen, was man wirklich eben das Gegenteil ist von dem, was du normalerweise machen würdest. Nur um herauszufinden, wie ist das irgendwie überhaupt, wenn man jetzt so eine Persönlichkeit ist. Mal ganz blöd gesagt, wie ist es halt eben, wenn ich halt die ganze Zeit als misogynes Arschloch rumrenne? Oder wie ist es halt, wenn ich halt als die petzerische Elster rumlaufe? Oder wie ist es halt, wenn ich halt zum Beispiel als jemand, der gar nichts drauf hat, die ganze Zeit halt verkrümmt und ängstlich halt durch die Gegend laufe? Wie reagieren die Menschen auf mich? Was macht das mit mir vor allem als Persönlichkeit? Welchen Einfluss haben halt im Prinzip die Reaktionen der Leute auf mich auch wieder? Ist natürlich auch immer eine gewisse Gefahr, dass der Abgrund zurückstarrt, ne? Natürlich. Das ist so. Ich habe mal Arschlochsein ausprobiert, war richtig geil, ja. Das kann ja auch passieren. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ich meine, nicht umsonst ist ja Rollenspiel über die letzten Jahrzehnte mehr und mehr tatsächlich auch zu einem Tool der Psychologie geworden, Ja. Es ne? gibt ja nicht umsonst deswegen ja auch Veranstaltungen für Departments von Unternehmen oder halt die Bundeswehr macht das für ihre Ausbildung. Es ist ganz viel Kommunikationsschulungen, wo so ein Abenteuer auch gemacht wird.
und so weiter. Klar. Ja, genau. Das ist, was ich tatsächlich vom Alltag des Bundeswehrtrainings höre, ist, dass da findet viel Lab statt, ja. Ja klar, weil es ist so nah an der Realität dran, dass man halt Erfahrungswerte herausnehmen kann und sie im Alltag verwenden kann. Ja, und das ist ja krass, ich meine, Ja. die Bundeswehr ist ja jetzt nicht gerade so ein super soft Kuschelverein, dem man jetzt vorwerfen würde, irgendwelche Dinge aus, ja, aus unernsten Beschäftigungen zu inkorporieren. Ja. Und sogar tatsächlich die Bundeswehr hat erkannt, dass solche gespielten Szenarien immer noch genug Gewicht tragen, wenn, ob das jetzt Verhör ist Ja. oder Gefangennahme oder, ne? Du, Katastrophenschutz. Es finden jedes Jahr regelmäßig Katastrophenschutzübungen, zum Beispiel in Berlin, statt, wo halt geübt wird, was passiert, und wenn jetzt zum Beispiel eine Gasexplosion ist und mit sehr vielen Verletzten. Und da wird dann wirklich Leute bezahlt dafür, dass sie dann die Opfer spielen, damit die Feuerwehrkräfte halt in diese simulierte Situation reingehen und einmal erleben, was es bedeutet, in einer Situation zu sein, wo sie halt teilweise auch wirklich nicht viel machen können, weil es einfach zu chaotisch und dramatisch ist. Genauso Triage-Situationen Ja. und Leute betteln dich an, denen du nicht helfen kannst und so und, ja. Und also meine Abschlussfrage wäre, was kommt für dich als nächstes? Suchst du jetzt gezielt nach ähnlichen Events oder weißt du so gut über die Szene Bescheid, dass du einfach eh weißt, gibt es die nicht? Oder hast du Bock auf was noch Krasseres? Oder wie hat das deine Lust auf das nächste Lab verändert? Also für mich ist es so, ich würde das auf jeden Fall noch einmal machen, um es mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und vor allem mit Menschen, die ich halt kenne. Weil man da nochmal intensiver das teilen kann. Und zum anderen würde ich halt auch diese Veranstaltung selber halt unterstützen, weil ich finde, es halt gerade in diesen aktuellen Zeiten mit Krieg und alles, ist es halt wichtig, halt irgendwie diese Empathie auch zu haben für das Ereignis, und ich finde, das ist halt dann gerade halt in diesem Hobbybereich ein sehr gutes Mittel, diese Empathie weiter aufzubauen, dass wir halt hoffentlich nie wieder in so eine Situation als Menschen geraten müssen. Und je mehr das nachvollziehen können, desto besser. Ich meine, es gibt aber natürlich auch andere Veranstaltungen mit ganz anderen Settings. Also es gibt ja auch Sachen wie zum Beispiel Mafiaspiele oder man spielt dann halt Horrorfilme, oder du spielst halt in einem Sci-Fi-Universum, Battlestar Galactica zum Beispiel gab es mal, Star Wars und so. Aber ich halte mir das ehrlich gesagt offen, weil da gucke ich mir dann genau halt wirklich die Szenerie an und sage, jetzt möchte ich das halt haben, weil gerade auch durch die Erfahrung jetzt, dass es halt sehr intensiv ist, bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger geworden, weil man muss auch nicht alles erlebt haben, um halt des Erlebens willens das zu machen. Das ist spannend. Also du sagst auch, dass das macht tatsächlich vorsichtiger nach dem Motto, sagen wir mal, wenn jetzt eine schlechtere Orga weniger reflektiert mit so ernsten Themen Ja. spielen würde, kann das auch in die Hose gehen. Ja. Und ich finde gerade bei so einem ernsten Thema wie dieses Thema würde ich mir dreimal überlegen, ob die Orga halt, wenn das eine neue Orga ist, ob ich das machen möchte, weil die Gefahr ist einfach zu groß, dass das unreflektiert behandelt wird und nach hinten losgeht. Und nee, das muss nicht. Und um diese Frage noch mal ein bisschen zu vertiefen, sucht man nicht nach so einer Erfahrung, diese Realität in anderen Settings, in anderen Sujets auch, dass man sagt, wenn wir jetzt Mafia spielen oder Star Wars, ist das nicht am Ende eigentlich genauso ernsthaft, weil es auch um Tod geht und Verlust und große Gefühle und Spiel untereinander. Weil klar, es gibt so diese Übereinkunft, dass es weniger ernstere Genres gibt. Ne? Wenn wir so ein bisschen
Schwerter und Zauberei machen, dann ist das alles Jux und Dollerei und wir haben alle irgendwo D&D im Hinterkopf und aber theoretisch, ich glaube, du verstehst, was ich meine, ne? Ja. Könnte man diese Themen ja genauso ernst angehen. Richtig, könnte man. Das ist halt dann immer die Frage, glaube ich, halt auch je nachdem, wie halt die Orga-Gruppe und der Veranstalter das Ja. halt rangehen möchte. Und glaube ich auch die Frage, wie sehr möchte man das selber? Also es gibt ja zum Beispiel auch Jane Austen Labs, wo du ja eigentlich im 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts spielst, was ja eigentlich auch im Sujet ist, was halt sehr, sehr ernsthaft ist. Da geht es aber hauptsächlich darum, dass man am Ende dann doch schon halt ein Happy End hat. Zum Beispiel, trotz der ganzen vielleicht dramatischen Sachen, die dazwischen passieren. Gott, jetzt hast du mich voll erwischt. Ich weiß gar nicht, wann Jane Austen genau spielt. Ich denke so, ich weiß viel über Klamotten. Die tragen alle immer so Empire-Kleider und hohe Krägen. Das sieht immer alles sehr noch napoleonisch aus. Ich hätte es eher in den Anfang des 19. gesteckt. Aber es kann voll sein, dass ich mich irre. Da bin ich, glaube ich, auch der schlechteste Ansprechpartner für Zeiteinordnung, was Na das super, angeht. das hätte ich jetzt wissen müssen und Ja. ja. Also ich sage, das ist alles Empire. Wenn auch spätes Empire. Ja. Aber so, also die Kommentare werden zeigen, ob ich recht Genau. hatte. Was Mr. Darcy angeht. Ja. Aber hast du denn Bock auf mehr gritty Realität? Oder denkst du, wenn du das zu viel machst, dann ist das irgendwie kein Hobby mehr für dich, sondern nur noch so eine von Erlebnistrip zu Erlebnistrip? Gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt so intensiv noch nicht drüber nachgedacht. Ich würde sagen, ich finde es ganz gut, das ab und zu mal zu haben. Aber für mich persönlich muss es jetzt nicht das Dauerhobby sein in dem Sinne. Also, dann nehme ich mir dann lieber mein schnödes Standard-Fantasy-Live-Rollenspiel mit den flacheren Plots, weil. Ehrlich gesagt, das hauptsächlich für mich halt ist, klar, ich habe diesen Plot, aber ich habe halt eben meine Erlebnisse mit meinen Freunden, wo wir am Lagerfeuer sitzen und singen. Und dieses gritty, dark, stark emotionale, definitiv klar, es hat einen Reiz für mich auch. Aber das ist jetzt Sache, die würde ich halt maximal einmal im Jahr oder so machen, halt, um mal was anderes zu haben, einfach zwischen den ganzen Veranstaltungen. Aber das ist auch für mich persönlich, ne? Es gibt ja auch genug andere Spieler, die sagen, die machen nur noch dieses Hobby, weil sie halt genau dieses intensive Erleben und auch dieses wirklich diese Facetten an Charakteren, die man ja spielen kann. Weil ich meine, alleine in Legion kannst du ja über 50 Charaktere spielen. Das kannst du ja halt dann wiederum in anderen Settings genauso. Das heißt, du hast halt eine unglaubliche Bandbreite, was du erleben kannst. Und das ist natürlich auch ein eigener Reiz. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, da kann man wieder den Vergleich anbringen mit Büchern oder mit Filmen, ne? Ja. Man darf sich auch mal Terminator 2 angucken und das ist völlig okay. Und dann das nächste Mal guckst du dir wieder einen 7,5 Stunden ungarischen Film mit Kühen an, in Schwarz-Weiß. Und da, ja, hat alles seinen Platz. Und wenn man Richtig. Filme mag, dann guckt man sich genauso Unterhaltung an, wie auch eben tiefere Sachen, die krass was mit einem anstellen. Aber das tut man ja auch nicht jeden Abend, ne? Ja. Genau. Und so ist es auch mit dem Hobby. Ja, sehr schön. Carsten, das war ein gutes Gespräch. Ich glaube, jetzt kann ich sehr nachfühlen, was das ist, was das mit einem macht. Ich finde es sehr cool, wie reflektiert die Orga daran geht, was so deren intendierte Message ist hinter einer so komplexen Geschichte. Dankeschön. Gerne. Ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir mal noch mehr zum Thema, wenn das noch mehr interessiert, weil privat muss ich sagen, möchte ich jetzt noch mehr wissen. Ich möchte noch mehr Perspektiven drauf sehen. Ich würde gerne mal mit der Orga reden,
wie verschieden die wahrscheinlich nochmal die einzelnen Runs sehen und wie verschieden das wahrscheinlich ist, ob ich sowas mit Tschechen mache oder mit Leuten aus 15 verschiedenen Ländern, ne? Wird wahrscheinlich auch noch ein Riesenunterschied sein. Ja, aber das ist für eine andere Zeit. Na gut, ich danke dir.